Dann legen wir los. Also, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer Diskussionsveranstaltung zur Bundestagswahl 2017 möchte ich Sie im Namen der Industrie- und Handelskammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern herzlich begrüßen. Nach dem Duell der Kanzlerin und ihres Herausforderers am vergangenen Sonntag und den Ergebnissen der folgenden Umfragen scheint der Spannungsbogen medial ein wenig gesunken zu sein. Ich meine, zu Unrecht. Ein Blick auf die sogenannte Sonntagsfrage zeigt, dass es noch spannend werden wird. Alle großen Meinungsforschungsinstitute sehen in den letzten Umfragen die CDU-CSU mit 37-40% deutlich vorne und die FDP mit 8-10% im Bundestag, was rechnerisch für eine knappe Mehrheit reichen könnte. Rechnet man Rot-Rot und Grün zusammen, kommen wir nur auf 39%. Die Frage ist also, bekommen wir Schwarz-Gelb? Bekommen wir eine Jamaika-Koalition? Oder wird es am Ende wieder eine große Koalition geben? Wir alle kennen die Unsicherheiten solcher Umfragen und 46% der Wähler sagen auch, sie seien noch nicht entschieden. Sicher ist aber, es wird knapp und ich finde, es bleibt spannend. Sehr geehrte Damen und Herren, die Wirtschaft im Lande Mecklenburg-Vorpommern, der Wirtschaft im Lande Mecklenburg-Vorpommern geht es gegenwärtig so gut wie noch nie. Und wir haben nicht nur regionalwirtschaftlich ein deutliches Wachstum zu verzeichnen, sondern auch sinkende Arbeitslosenzahlen und ein deutliches Prä im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere im Schiffbau. Aber am gestrigen Tage hat die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Frau Iris Gleike, den sogenannten Fortschrittsbericht 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt und uns damit daran erinnert, wo wir wirtschaftlich 26 Jahre nach der Wende im Vergleich zu Westdeutschland stehen. Nach dem Bericht ist die Wirtschaftsleistung in Ostdeutschland immer noch ein Drittel niedriger als im Westen unseres Landes. Und das Bemerkenswerte ist, die ostdeutsche Wirtschaft holt nur sehr langsam auf. Wir müssen uns daher immer wieder die Frage stellen, was getan werden kann, damit die notwendige Angleichung beschleunigt wird. Wir wollen heute mit den Spitzenkandidaten aus unserem Bundesland sprechen. Eigentlich bräuchte ich diese nicht mehr vorzustellen, aber ich tue es der guten Ordnung halber doch. Herr Eckhard Rehberg, Platz 2 auf der Landesliste der CDU. Frau Sonja Steffen, Platz 1 der Landesliste der SPD. Frau Kerstin Kastner, Platz 3 der Landesliste der Partei Die Linke. Frau Claudia Müller, Platz 1 auf der Landesliste von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Hagen Reinhold, Platz 1 der FDP-Landesliste. Und Herr Leif-Erik Holm, Platz 1 auf der AfD-Landesliste. Frau Steffen, Frau Kastner, Frau Müller und Herr Holm sind zudem Direktkandidaten im Wahlkreis 15. Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald 1, welcher bekanntlich der Wahlkreis der Kanzlerin ist. Herr Rehberg kandidiert im Wahlkreis 17, Mecklenburgische Seenplatte, Wahlkreis Rostock 3 und Herr Reinhold im Wahlkreis Rostock, Landkreis Rostock 2. Herr Rehberg, Frau Steffen und Frau Kastner waren auch in der letzten Wahlperiode Mitglieder im Deutschen Bundestag. Die Moderation am heutigen Nachmittag, Abend, wird dankenswerterweise Frau Silke Hasselmann übernehmen. Frau Hasselmann ist Landeskorrespondentin des Deutschlandfunks in Schwerin. Vielen Dank für die Übernahme der Moderation. Schwerpunktmäßig wollen wir uns heute mit einigen ausgewählten wirtschaftspolitischen Themen befassen, insbesondere mit den Themen Steuern und Finanzen, Bürokratieabbau und Bildung und Fachkräftesicherung. Dabei haben wir vorgesehen, dass nach den Themenblöcken das Publikum sehr rege eben auch Fragen stellen kann. Ich wünsche uns allen eine erkenntnisreiche Veranstaltung und übergebe das Wort an Frau Hasselmann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend auch von mir oder guten Tag ja noch. Wir wollen es folgendermaßen machen. Sie hatten schon zu Recht gesagt, die
entweder alle oder vielleicht sogar jedenfalls die meisten der Kandidaten und Kandidatinnen hier müssen wahrscheinlich nicht ausführlich vorgestellt werden, aber wir wollen natürlich doch jedem die Gelegenheit geben, zunächst einmal ein paar Worte über sich selbst zu verlieren, sich vorzustellen und verbunden mit der Bitte, das möglichst kurz zu halten, vielleicht 2 Minuten nicht unbedingt deutlich zu übertreffen, damit wir Gelegenheit haben, dann tiefer in einzelne Themenkomplexe einzusteigen und, wie auch schon gesagt, Ihnen vor allem Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen. Das ist, glaube ich, dann doch immer noch das Wichtigste, dass Sie aus dem Publikum, Sie als Unternehmensvertreter, Ihre Fragen loswerden an die Kandidatinnen und Kandidaten. Und das Eingangsstatement wird auch schon gleich verbunden mit so einer kleinen Eingangsfrage. Da können Sie gern schon mal so ein paar Ideen mit einflechten. Sie werden nicht die Zeit haben, in 2-3 Minuten da ganz in die Tiefe zu gehen, aber vielleicht können wir das ein oder andere später aufgreifen. Die Frage soll nämlich an Sie alle lauten, wenn Sie in den Bundestag gewählt würden, was können Unternehmer im Allgemeinen, aber vor allem auch Unternehmer hier in Mecklenburg-Vorpommern von Ihnen an konkreter Wirtschaftspolitik erwarten und was vielleicht auch definitiv nicht? Es gibt bestimmt den einen oder anderen Punkt, da wäre der eine froh, wenn er hörte, also das mit mir nicht. Fangen wir vielleicht mit Frau Kassner an. Sehr gerne. Ja, erstmal schönen Dank für die Möglichkeit, hier uns zu präsentieren. Ich würde gerne meine Arbeit im Deutschen Bundestag fortsetzen. Ich habe dort noch sehr viel zu tun. Das ist einmal die Frage der Kommunalpolitik. Wir alle wissen, dass es unseren Kommunen noch nicht so gut geht, wie wir uns das alle wünschten. Und da müssen wir noch weiter darum kämpfen, dass es besser wird. Die zweite Aufgabe, die ich habe, ist das Petitionswesen. Da gibt es viele Eingaben, Hinweise, Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger. Und auch da gibt es auch zukünftig viel zu tun. Auch diese Arbeit würde ich gerne fortsetzen. Und als Tourismuspolitikerin und gelernte Hotel- und Gaststättenfachfrau würde ich natürlich auch gerne für den Tourismus weiter streiten. Und da kann ich gleich Ihre Frage aufgreifen. Das wird auch zukünftig mein Schwerpunkt sein in der Wirtschaftspolitik, dass die tourismuspolitischen Bedingungen hier in unserer Region gestärkt werden. Natürlich für die Unternehmen, das ist ganz wichtig, dass sie gute Arbeitgeber sein können, aber auch in der anderen Richtung, dass wir eben auch für die Mitarbeiter in der Branche gute Arbeitsbedingungen haben. Und wenn Sie mich fragen, was für mich überhaupt nicht geht, dann würde ich sagen, also wenn die DEHOGA diese 14-Stunden-Regelung unbedingt durchsetzen will, da habe ich kein Verständnis dafür, dass das tatsächlich angestrebt werden soll. Das ist in meinen Augen wirklich zu viel des Guten. Und zum anderen würde ich mir aber auch wünschen, dass es wesentlich weniger Bürokratie gibt und gerade für Neugründer, für Start-ups, dass sie die Möglichkeit haben, sich dieses Bürokratiewustes möglichst lange zu entziehen. Abbau, der Bürokratiewust soll auch ein Themenkomplex in unseren späteren Gesprächen sein. Da können wir sicherlich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Frau Müller, Bündnis 90 Die Grüne, Sie können jetzt insoweit nicht anschließen, als Sie sagen, ja, Sie möchten auch gern fortsetzen im Bundestag, weil Sie wollen erst mal rein. Wenn Sie sich selbst ein bisschen vorstellen. Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Claudia Müller, der Name ist schon gesagt worden. Ich bin die Spitzenkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen. Bisher sind wir durch Dr. Harald Terp im Bundestag vertreten gewesen. Sein Fachgebiet war die Gesundheitspolitik. Das werde ich nicht machen. Ich bin gelernte Betriebswirtin, habe das studiert mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung und werde deswegen auch eher in diesem Bereich im Bundestag tätig sein, sofern ich dann da reingewählt werde. Und da sind wir auch gleich bei dem ersten Punkt, mein Schwerpunkt. Eines der wichtigsten Punkte, die mir tatsächlich in dieser Arbeit immer wieder begegnet sind, ist tatsächlich das Thema Zugangsbarrieren, Zugangshürden, insbesondere für Klein- und Kleinstunternehmen, zu Finanzierungsmöglichkeiten, die bürokratischen Hürden im Meldewesen. Das sind Punkte, für die ich mich einsetzen werde, hier eine deutliche Entlastung zu schaffen. Natürlich immer mit einer ökologischen Komponente. Also die Förderung von ökologischen, von nachhaltigen Wirtschaften ist mir ein Anliegen. Dazu gehört gerade hier auch für Mecklenburg-Vorpommern ein Erhalt und Ausbau von Infrastruktur, Digitalinfrastruktur, aber auch Verkehrsinfrastruktur, wobei mein grünes Herz dann natürlich eher für die Bahn schlägt. Aber auch der Blick natürlich auf die Seewirtschaft. Was Sie von mir definitiv nicht erwarten können, ist Aufweichung von Arbeitnehmerinnenrechten.
Vielen Dank. Wir gehen einfach so weiter. Frau Steffen, Sie sind auf Platz 1 der SPD-Landesliste ja geraten, muss man ja fast schon sagen, weil ihr zunächst Manuela Schwesig als die Spitzenkandidatin hier auftreten sollte und aus Gründen, die Sie alle kennen, hat sich das nur ein bisschen anders gestaltet. Also Sie sind die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten hier im Land, sind jetzt schon vertreten im Bundestag, also haben Parlamentserfahrung in Berlin und wollen ganz klar weitermachen, sonst säßen Sie nicht hier. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen, auch mit dem Fokus darauf, Wirtschaftspolitik mit Ihnen, was wollen Sie durchsetzen, was auf jeden Fall nicht? Ja, vielen Dank. Also Sonja Steffen, seit 2009 bin ich im Deutschen Bundestag und habe erst eine Runde im Rechtsausschuss gedreht und anschließend jetzt die letzten 4 Jahre war ich im Haushaltsausschuss. Dann knüpfe ich auch gleich an, was ist mein Anliegen für die Region? Ich glaube, wir haben in den letzten 4 Jahren doch einiges für die Region bewegt, auch gerade wenn ich jetzt den Blick wieder in den Haushaltsausschuss werfe und von dort aus in die Fachministerien. Wir haben sehr gute Förderprogramme, gerade für mittlere Unternehmen, für kleine und mittlere Unternehmen, die wir auch im Osten, gerade auch im Osten, doch sehr gut unterbringen konnten. Und mir ist es ein ganz großes Anliegen, hier in unserer Region kleine, mittlere Unternehmen weiterhin zu fördern, zu unterstützen, Start-ups zu unterstützen. Ich denke, wir müssen hier in Mecklenburg-Vorpommern, was heißt wir müssen? Wir haben eigentlich eine Riesenchance in unserem Land, gerade was wirklich innovative Unternehmen betrifft. Es muss nicht nur der Tourismusbereich sein, es muss auch nicht nur der Gesundheitsbereich sein. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge auf dem Kasten und eine ganze Menge zu bieten. Also ich muss da nur nach Greifswald schauen, zu Wendelstein, im Bereich der Energiewirtschaft, aber auch im Bereich der Biotechnologie. Also ich habe mir gerade heute Biosanica angeguckt und Prolupin ist ein Startup-Unternehmen und beide waren sehr froh, dass sie gefördert werden. Und mir ist es ein wichtiges Anliegen, da weiterhin ein gutes Auge drauf zu haben. Ja, was mit mir gar nicht geht, wäre, dass im Bereich der Arbeitsmarktpolitik das, was jetzt an Arbeitnehmerrechten vorhanden ist und insbesondere auch, wenn ich jetzt auch mal auf die kollektiven Arbeitnehmerrechte schaue, also auf die Möglichkeiten im Betriebsratsbereich beispielsweise, aber auch im Bereich des Individualarbeitsrechts da Abstriche zu machen. Eckart Rehberg, CDU, Sie haben auch eine gewisse Chance, wieder in den Bundestag zu kommen. Das, glaube ich, kann man schon mal jetzt so sagen, ohne viel vorwegzunehmen, weil Sie auf Platz 2 der Landesliste stehen und die Union ja auch mit recht guten Umfrageergebnissen zumindest bisher sich Hoffnung machen kann, dass sie überhaupt mal einzieht und dass man mit Platz 2 auf der Landesliste gute Chancen schon mal so wieder reinzurutschen. Haushaltsausschuss, so wie Frau Steffen, da sind Sie nicht nur drin, sondern da waren Sie in der vergangenen Legislatur auch Vorsitzender dieses Ausschusses. Oh, dann korrigieren Sie mich bitte ganz schnell. Ja, Sie sollten sich ja sowieso selbst vorstellen. Entschuldigung. So, ohne überheblich zu wirken, ich habe schon den Anspruch, meinen Wahlkreis 17 direkt zu kriegen. Und deswegen möchte ich nicht so einfach im Bundestag reinrutschen. War gerade heute unterwegs rund 300 Haustüren in Penzlin und Wesenberg. Ich bin platt gesagt der Chefhaushalter der Unionsfraktion, also haushaltspolitischer Sprecher und nebenbei noch der Sprecher aller CDU-Landesgruppen in der Unionsfraktion. Was mir in Berlin hilft, sind 10 Jahre kommunalpolitische Erfahrung im Ehrenamt und 15 Jahre Landtag. Was mir wichtig ist, keine neuen Schulden. Wir haben gezeigt, dass nachhaltige, sparsame Haushaltspolitik und Wachstum und Investitionen sich nicht ausschließen. Wir haben in dieser Legislaturperiode Länder und Kommunen mit 100 Milliarden entlastet. Ich könnte jetzt 2 Stunden über Sündenfälle dozieren, auch in Mecklenburg-Vorpommern, dass das Geld nicht da ankommt, wo es eigentlich politisch gewollt war. Und weiterer Ausbau der Infrastruktur, so in der Steffen hat angedeutet, und da stehe ich auch dazu, dass wir gemeinsam eine Menge erreicht haben. Alle wichtigen Projekte des Landes sind in vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans gekommen, ob Schiene, Straße
oder Wasserstraße. Das muss jetzt umgesetzt werden. Wenn Sie mich fragen, was mit mir, mit uns nicht zu machen ist, ganz knallhart Steuererhöhung. Wir wollen deutlich entlasten. Wir wollen auch keine Neiddebatte führen. Hier führen einige eine massive Neiddebatte, indem sie suggerieren, indem man vermeintlich Reiche mehr besteuert. Man trifft den deutschen Mittelstand, man trifft die Personengesellschaften. Und das ist auch schädlich, glaube ich, gerade wenn wir über das Thema Betriebsnachfolge reden. Betriebsnachfolge heißt, unternehmerisch tätig sein, Risiko auf sich zu nehmen. Und last but not least, ich habe mich gerade mit jemandem aus dem Hotel- und Gaststättenbereich unterhalten. Die Herausforderung der Zukunft wird in Deutschland nicht Fachkräftemangel sein, sondern ist heute schon Arbeitskräftemangel. Das ist die Herausforderung. Herr Reinhold, Sie schließen bitte gleich an. FDP auch, hat auch einiges vor, als Partei wieder in den Bundestag zu kommen. Und aus Ihrer Sicht, wenn es geht, mit Ihnen. Ja, selbstverständlich mit mir. Also tatsächlich wird ja auch Zeit, dass wir wieder zurückkommen und eine liberale Stimme zurückkommt in den Deutschen Bundestag. Da bin ich ganz froh darüber, dass das ganz gut aussieht. Und Sie wundert es wahrscheinlich nicht, wenn ich dann bei den No-Gos gleich anschließe an Herrn Rehberg und sage, natürlich keine Steuererhöhung und keine Substanzbesteuerung. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Abenteuer in der Vermögens- und Erbschaftssteuer wird es mit uns nicht geben. Vielleicht trotzdem zu meiner Person. Hagen Reinhold, mein Name. Sie haben das gehört. Ich komme gar nicht so weit weg aus Bad, habe da ein Unternehmen mit 19 Leuten. Bin, glaube ich, mit 3 Firmen allein IHK-Mitglied. Also von daher kann ich auch gut Ihre Seite verstehen. Das passt ganz, ganz anständig heute Abend. Aber was können Sie von uns erwarten? Was ist uns wichtig? Ich glaube zuallererst mal eine Kultur, den Unternehmern wieder die Fesseln zu lösen und die Freiheiten zu geben, die sie überhaupt brauchen. Das ist sowas Grundsätzliches, was mir vorschwebt. Wir wollen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die Bildung voranzubringen. Das merken Sie auch alle. Was Sie brauchen, sind anständige Lehrlinge, anständige Facharbeiter. Und dafür ist es bitter nötig, auch an die Bildungspolitik zu gehen. Ich will flexiblere Arbeitszeiten haben und damit nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wehtun, sondern ihnen einfach die Möglichkeit geben, auch Arbeit in Anspruch zu nehmen oder so zu gestalten, wie es überhaupt in die Zeit passt. Das ist auch eine wichtige Sache, die FDP umtreibt und mich persönlich. Wir müssen es endlich mal schaffen, die Gesetzeslage an die Wirklichkeit anzupassen und auf die Zukunft auszurichten. Das ist in vielen Sachen noch überhaupt nicht der Fall. Unser Arbeitszeitgesetz von 94 ist eine Katastrophe. Die Arbeitsstättenrichtlinie ist eine Katastrophe. Da gibt es viel für uns zu tun. Mir geht es genauso um die digitale Infrastruktur. 50 Mbit sind da teilweise noch ein Witz. Das ist unser Ziel. Ist jetzt eigentlich schon altbacken, wenn wir uns angucken, wo wir überall digitalisieren wollen. In Landwirtschaft, in Unternehmen, in Bildung, in Gesellschaft. Da müssen wir deutlich weiter voranschreiten und uns nicht an Bayern orientieren, sondern an Südkorea, an asiatischen Räumen und Amerika. Da will ich weiter vorangehen. Und dann ein wichtiges Anliegen auch noch, die Forschungsförderung und Risikokapital, was, glaube ich, auch wichtig ist für die Wirtschaft. Okay, ist angekommen. Und zu guter Letzt Herr Holm von der Alternative für Deutschland, eine Partei, die auch vor 4 Jahren schon zur Bundestagswahl angetreten war, knapp unter der 5%-Hürde gelandet war, genau wie die FDP seinerzeit. Damals hat es nicht geklappt. Diesmal sieht es deutlich besser für Ihre Partei auf. Sie auf Platz 1 der Landesliste, wurde schon gesagt, also auch mit allerbesten Chancen aus dem Landtag in Schwerin in den Bundestag nach Berlin zu rutschen. Was würde wirtschaftspolitisch mit Ihnen passieren, was nicht? Zunächst mal möchte ich noch sagen, wir haben, also an uns ist es nicht gescheitert damals vor 4 Jahren. Wir haben hier schon über 5% damals geholt in Mecklenburg-Vorpommern und gerade hier in Vorpommern-Rügen waren wir besonders gut aufgestellt. Und ja, ich bin sozusagen der mit der geringsten parlamentarischen Erfahrung hier. Wir sind ja alle noch relativ neu im Geschäft, aber wir haben, glaube ich, im Landtag in Schwerin schon gezeigt, dass wir uns sehr schnell einarbeiten können und einige Pflöcke eingeschlagen. Was uns wichtig ist, und da muss ich sagen, den letzten beißen die Hunde, vieles ist schon genannt worden, was auch uns wichtig ist, denn wir sehen uns auch als freiheitliche Partei, die gerade das Unternehmertum für sehr, sehr wichtig erachtet. Das ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft, gerade der Mittelstand, der kleine Mittelstand, der ist es ja hier besonders in Mecklenburg-Vorpommern und auch hier im Wahlkreis, der sozusagen uns trägt wirtschaftlich und die dürfen wir nicht einfach immer weiter belasten. Deswegen ist es großer Anspruch der AfD, dass wir natürlich dafür sorgen, dass die Steuern nicht steigen, also das wäre auch so ein No-Go bei mir, selbstverständlich. Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass die Steuer- und Abgabenquote insgesamt niemals über 40% steigt. Und es gibt ja immer wieder Ansätze, hier müssen wir nochmal was machen, da müssen wir noch was machen.
und dann steigt das Ganze weiter hoch. Das wollen wir nicht. Wir wollen das alles im Zaum halten und wir stehen auch für eine deutliche Steuervereinfachung. Das, was die Altparteien bisher überhaupt nicht in Angriff genommen haben. Es gab mal zarte Ansätze damals. Ich erinnere an Friedrich Merz mit der Bierdeckelsteuer. War eine gute Idee, ist aber nichts draus geworden. Und das wollen wir in Angriff nehmen, das sehen Sie in unserem Wahlprogramm ganz ausführlich. Wir wollen zu einem Steuerstufentarif, also mit einer deutlichen Entschlackung der Tarife, damit man eben nicht so viel Zeit für seine Steuererklärung aufwenden muss, damit alles ein bisschen einfacher wird. Dann sind es natürlich die Dinge, die uns vorantreiben hier im Land. Die Infrastruktur muss natürlich weiter ausgebaut werden, da müssen wir die Besten werden. Wir müssen im Forschungsbereich natürlich viel, viel stärker werden, da wollen wir auch deutlich mehr fördern. Das sind die wesentlichen Bausteine, um uns nach vorne zu bringen. Wir sagen ja immer, wir wollen eigentlich das Bayern des Nordens werden. Das ist so der Anspruch, weil die Bayern kommen ja auch aus so einem agrarischen Bereich ursprünglich, waren auch ein armes Land, haben sich dann über den Tourismus sozusagen, haben richtige Investitionen gesetzt und haben damit geschafft, dass sie heute ein Hochtechnologieland sind. Und das muss unser Weg sein, dass wir also auch hier die Punkte setzen, die Cluster schaffen für Hochtechnologie, in deren Umfeld sich dann auch weiterer Mittelstand ansiedeln kann. Also das ist unser Ansatz für Mecklenburg-Vorpommern. Okay, dann vielen Dank erstmal für diese Eingangsstatements. Wir kommen zur ersten inhaltlichen Runde, zum ersten Themenpaket. Viele von Ihnen, oder ich meine sogar alle von Ihnen, haben es im Grunde genommen schon angesprochen, Thema Steuer- und Finanzpolitik. Für Sie natürlich von ganz besonderem Interesse, ist ganz klar. Und Sie wissen, dass es Deutschland wirtschaftlich betrachtet zumindest so gut wie, glaube ich, lange nicht oder überhaupt noch nie gegangen ist, wenn man jedenfalls die ganz generellen Zahlen nimmt, wenn man sich das alles mal genauer anguckt und in einzelne Regionen schaut. Natürlich sieht das dann immer ein bisschen differenzierter aus, aber im Großen und Ganzen Wirtschaftsmacht und Wirtschaftskraft Deutschland 1a, Steuereinnahmen, wie man immer so schön sagt, sprudeln und zwar auf allen Ebenen, Kommunen, Länder, Bund. In diesem Jahr so viel Steuereinnahmen wie noch nie. 732 Milliarden werden geschätzt. Und Sie wissen auch, dass diejenigen, die ihr Geld damit verdienen, Vorhersagen zu treffen, jedenfalls in dieser Hinsicht immer wieder ihre Prognosen nach oben korrigieren, wie es so schön heißt, und für die nächsten 5 Jahre auch ein stetiges Wachsen der Steuereinnahmen voraussagen. Was immer es dann wahrscheinlich auch an Welt- oder interner Politik und an Ereignissen noch geben soll, kann keiner voraussagen, aber das wissen die Kollegen schon. Und also die Aussichten alles in allem gut. Das ist etwas, wovon Sie auch, denke ich mal, zunächst im Grundsatz ausgehen können. Wenn wir jetzt mal genauer in die Steuer- und Finanzpolitik schauen und auf das, was im Bundestag überhaupt geleistet werden kann, Kraft, Kompetenz der Parlamentarier, dann wäre zunächst mal meine Frage, ich fange bei Ihnen an, Herr Rehberg, als haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, danke für die Korrektur, saßen Sie aber, denke ich, trotzdem, kann man das wohl sagen, mit an entscheidenden Hebeln zu sagen oder genauen Überblick darüber zu haben, was kommt an Steuern rein und wie verteilen wir die sinnvollerweise. Förderungen, Förderprogramme etc. wäre ja nur ein Teil von vielen Wirtschaftsförderungen, spielt da mit rein. Wie wollen Sie in Sachen Steuerpolitik, Finanzpolitik agieren, wenn Sie, was ich vermute, dann doch ja zwei Herzen in Ihrer Brust schlagen haben, nämlich die sagt, wenn wir bei den Steuern gucken, auch zu senken oder auf bestimmte Einnahmen zu verzichten, dann heißt das, ich kann an anderer Stelle nicht mehr so viel verteilen. Also wie kommen Sie aus diesem Dilemma heraus? Ja, einmal war Voraussetzung, dass wir das tun können, was wir heute machen, investieren, Entlastung Länder und Kommunen. Allein in der Bildungspolitik in der letzten Legislaturperiode hat der Bund 40 Milliarden Euro für Kindergärten, Schulen und Hochschulen reingeschoben. Dafür sind wir nicht zuständig. Das ist nicht unsere Zuständigkeit. Und war, dass wir 2010 300 Milliarden Volumenhaushalt, 86 Milliarden Verschuldung. Das haben wir innerhalb von 5 Jahren runtergefahren. Verschuldung, Netto-Neuverschuldung auf null. Zwei Umstände, Wirtschaftswachstum und niedrige Zinsen. Wir hatten Zinsausgaben in 2009 von 40 Milliarden, heute von 19 Milliarden. Und wenn Sie dann fragen, wie sieht das in der Zukunft aus? Man muss erstens wissen, von jedem Steuereuro,
gehen aktuell insgesamt von den Gemeinschaftssteuern an den Bund noch 44 Cent. Das werden in 5 Jahren nur noch 40 sein, weil wir massiv gerade Umsatzsteuer an Länder und Kommunen abgegeben haben. Und das heißt, die größten Steuerzuwächse hatten die Kommunen, hatten die Länder und dann der Bund. Das wird auch in der Zukunft so sein. Aber gleichwohl sagen wir als Union, wir können niedrige und mittlere Einkommen entlasten mit 15 Milliarden. Voraussetzung, sage ich ganz klar, das Spiel kann nicht sein, bei Steuermehreinnahmen nehmen die Länder mit ein, bei Steuermindereinnahmen, bei Entlastung der Bürger, sagen sie, schieben sie das alles auf den Bund. Also bei 15 Milliarden abhängige Verteilung, 7 Milliarden bleiben beim Bund und runde 8 Milliarden bei Länder und Kommunen. Dann wollen wir das Kindergeld erhöhen, sind 25 Euro, das ist eine Steuerbelastung oder Entlastung pro Jahr oder Steuermindereinnahmen von 5,4 Milliarden. Und dann kommen noch ein paar Dinge dazu und wir bewegen uns so ungefähr bei einem Entlastungsvolumen von 20 Milliarden. Ich halte es für total falsch, was die SPD macht, so zu tun, als ob man die Reichen belastet. Es werden mit der SPD Steuererhöhung rund 300.000 Personengesellschaften massiv belastet. Daneben bei schönen Gruß an die Hotellerie hier in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mehrwertsteuersatz soll auf 19% steigen. Das ist auch noch so ein Schmankel, was da versteckt ist im Parteiprogramm. Und ein ganz besonderes nettes Ding hat sich die Linke ausgedacht. Und zwar hat sich die Linke ausgedacht, eine Besteuerung des Betriebsvermögens. Und jeder weiß, was Betriebsvermögen ist. Ich habe mir die Erlaubnis geholt, an einem erfolgreichen Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern deutlich zu machen, was dieses bedeutet. Das heißt, 5% aufs Betriebsvermögen, Freigrenze bis 5 Millionen. Scanhaus Marlow hat ein Betriebsvermögen von 100 Millionen. Das heißt, sie würden eine 5%ige Substanzsteuerbelastung pro Jahr haben von 95 Millionen. Das sind 4,75 Millionen Euro jedes Jahr Substanzbesteuerung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Reichensteuer, Personengesellschaft, alles völlig außen vor. Und wer sowas tut, ja, entweder nimmst du es aus dem Eigenkapital oder du musst natürlich Gewinne machen, dass du das noch, das sind ja Nachsteuern dann, dass du das finanzieren können musst. Also ich könnte landwirtschaftliche Unternehmen nehmen, 1000 Hektar, 500 Hektar Eigentum, können wir runterreden. Das heißt, allein was hier die Linken machen, das ist die Axt anlegen an den deutschen Mittelstand. Lass mal auch Vermögen steuern, was sie da noch alles machen wollen, völlig weg an der Stelle. Deswegen, ich kann nur eins sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, was den Zukunft Deutschland, Standort Deutschland betrifft. Und ich bin der Motto, wir machen mal eine Neiddebatte, eine Reichensteuerdebatte und treffen wirklich das Herz der deutschen Wirtschaft, den Mittelstand. Frau Kassner, Sie sind quasi angesprochen, Frau Steffen gleich danach. Ja, also ich glaube, Herr Rehberg malt hier ein Schreckgespenst an die Wand, das nicht so ist. Wir haben ganz andere Konzepte und es ist in der Tat so, dass viele Menschen gerade im unteren und im mittleren Einkommensbereich den Hauptteil der Steuerlast zu tragen haben. Das ist ganz deutlich und wir wollen, dass diejenigen, die tatsächlich viel haben, auch etwas für die Gesellschaft tun können. Das hat nichts mit Neiddebatte zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass dieses Land mehr Gerechtigkeit braucht, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, ihr Wissen zu mehren, dass sie aufwachsen können, ohne dass darüber abhängig macht, dass das Portemonnaie der Eltern, sondern dass sie alle die gleichen Chancen haben. Das Kooperationsverbot gehört abgeschafft, dass tatsächlich Geld in die Kommunen fließt und ich denke, in die Bildung fließt. Und ich glaube, es muss auch eine ganz andere Verteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen stattfinden. Im Moment ist es so, dass eben immer Geld für bestimmte Zwecke gegeben werden. Gut, wir freuen uns, wenn die Schulen auf diese Art und Weise hergerichtet werden können. Aber es ist trotzdem ein Kampf der Kommunen um jedes Geld, was sie auf diese Art und Weise bekommen. In Wirklichkeit müssten sie eine auskömmliche Finanzierung haben, dass sie nicht gezwungen sind, tatsächlich immer beim Land und beim Bund zu betteln, um mehr Geld zu bekommen. Und deshalb haben wir ein anderes Steuerkonzept aufgelegt. Sie würden uns ja sonst auch vorwerfen, sie wünschen sich immer was und stellen hier so schöne Pläne vor, aber das ist nicht durchgeführt.
durchgerechnet. Deshalb haben wir es jetzt durchgerechnet. Und ich denke, eine Befreiung von 5 Millionen, das ist etwas, was man tatsächlich vorrechnen kann. Und ansonsten müsste man sich das im Detail mal ganz genau angucken. Also so einfach, wie Herr Rehberg das hier dargestellt hat, ist das keinesfalls. Frau Steffen, Sie sind auch namentlich der oder im Namen der SPD oder für die SPD angesprochen worden, was das Thema Neiddebatte angeht, was denn ja fast schon übergriffige Pläne angeht, auch Unternehmen zu besteuern. Dann geht es darum, den Spitzensteuersatz nochmal zu erhöhen, Reichensteuer etc. Auch das sind Punkte, die sich im Wahlprogramm der SPD wiederfinden. An welcher Stelle würden Sie sagen, ja, wir wissen, das trifft Wirtschaft, das trifft Unternehmen, trifft auch gerade kleine und mittelständische Unternehmen, auch in Mecklenburg-Vorpommern, und trotzdem ist es richtig, weil... Ja, ich muss ein bisschen vorher anfangen. Also wir haben hier in Deutschland über 40% der Menschen, die gar keine Steuern zahlen. Das ist eine ganze Menge. Und der Rest der Republik schultert alles. Ja, also ich rede jetzt mal über die Einkommensteuer. Damit fange ich jetzt mal an. Das bedeutet, also die SPD fängt so an, bei über 450-Euro-Jobs müssen wir hier steuerlich gar nicht reden. Wir müssen auch nicht über die sogenannten MIDI-Jobs reden, was die Steuer betrifft, weil bis 1200 Euro zahlt man normalerweise auch keine Steuern. Also an der Stelle wollen wir aber übrigens, weil es trifft hier in Mecklenburg-Vorpommern doch wirklich eine große Menge an Menschen, die in Beschäftigung sind. Und an der Stelle wollen wir ansetzen und wollen die Sozialversicherung, die Sozialversicherungsbeiträge, die ja immer noch eine Belastung für diese Kleinverdiener darstellen, aus Steuermitteln finanzieren, damit die eine Entlastung erfahren. Also das Thema ist eine Entlastung für kleine und mittlere Einkommen. So, und dann gehen wir jetzt mal weiter mit den Steuern. Sie haben das gesagt. Wir wollen dann auch weiterhin eine Entlastung für alle bis zu einem Steuersatz von, ich meine, es sind 76.300 Euro. Herr Rehberg weiß die Zahl bestimmt besser, weil der ist nämlich ein Zahlenfuchs. Ich kenne mich in meinem Parteiprogramm aus. Ja. Ja, also soweit ich weiß, ich bleibe mal bei 76.000, da soll der Steuersatz auf 42% gesenkt werden, bis dahin. Ja, und erst ab dann geht er auf... Nein, es ist nicht nur eine Steigerung, es ist auch eine Senkung. Nein, also der Mittelstand wird entlastet durch diesen Steuersatz, und ab 76.000 geht der Steuersatz auf 45% hoch. Und dann erst ab 250.000 Euro im Jahr geht er auf 49. Also nochmal, 250.000 Euro im Jahr. Ich meine, das muss man erstmal wuppen, um dann auch... Ja, und dann muss ich doch noch sagen, im Grunde genommen, und das sage ich jetzt einfach mal so, und dann auch in den Genuss dieses Steuersatzes zu kommen, weil wer so viel Geld verdient, der, denke ich mal, da muss es mir auch es muss an der Stelle auch so viel Solidarität da sein, dass ich sage, ich verdiene viel Geld, dann bin ich auch bereit, von diesem Geld meine Steuern zu zahlen. Also insofern ist es nicht richtig zu sagen, die SPD will dem Steuerzahler irgendwie jetzt, damit war ich ja nicht angesprochen mit der Axt, aber wir wollen nicht dem Steuerzahler dem irgendwo was wegnehmen. Im Gegenteil, wir wollen Entlastung bis zu einer bestimmten Höhe und dann in moderaten Schritten eine Steuererhöhung. Und das halte ich für wirklich an der Stelle auch echt gerechtfertigt. Was diesen Spitzensteuersatz angeht, achso, wenn Sie gleich einhaken wollen, machen Sie es, Herr Wanne. Machen Sie es doch. Ich mache gleich weiter. Also wo wir so schön bei Fachwissen über andere Wahlprogramme sind, ich finde das immer ein bisschen ärgerlich, wenn sich die Leute dann verstecken und nicht sagen, Frau Kastner, sorry, ich mache mal bei der Vermögensteuer weiter. 1 Million Freibetrag, sagen Sie da danach auch 5% für alle, heißt für mich, ich bin seit ich 21 bin selbstständig, kriege also keine Rente vom Staat, wie man sich das so wünscht, sondern ich sorge das selber für, habe zum Beispiel mir ein paar Wohnungen gekauft, dann können Sie sich mal vorstellen, in Mecklenburg-Vorpommern sind ja Wohnungen noch einigermaßen günstig, in Stuttgart sind die schon ein bisschen teurer. Das heißt, eigentlich soll mein Alter davon finanziert werden, dass ich vielleicht Mieten aus Wohnungen einnehme, ist bei Ihnen gar nicht machbar. Also ich wüsste nicht, wo wir noch über 5% dann nachher hinauskommen, und da besteuern Sie über 1 Million alles. Also
Ganz vorsichtig übrigens, Ihr Spitzensteuersatz fängt bei 70.000 an, ist dann 53% nachher. Also reden wir gar nicht von. Ich will Ihnen mal was sagen, was für Sie viel wichtiger ist. Nämlich das, was die Liberalen vorhaben. Und da sagen wir, eine Verdoppelung des Freibetrages bei Gewerbesteuer in den ersten 3 Jahren, weil wir Unternehmensgründern es einfacher machen wollen. Wir wollen von der Soll- zur Ist-Besteuerung bei der Umsatzsteuer endlich kommen. Ist auch ein wichtiger Punkt, der uns, glaube ich, alle umtreibt. Wir wollen, das habe ich vorhin schon am Eingangsstatement erwähnt, eine steuerliche Forschungsförderung für Forschung und Entwicklung. Ich glaube, da sind wir auch, das sehen wir spätestens seit dem Subventionsbericht jetzt, dass vielleicht manchmal auch nur findige, schlaue oder große Firmen mit Rechtsabteilung, noch viel schlimmer finde ich, wenn in Unternehmen Fachleute kommen und sagen, für 25% werbe ich dir Fördermittel ein, finde ich einen schrecklichen Zustand. Deshalb sagen wir, einfach von der Steuer abzuziehen, dann kann das jedes Unternehmen nutzen, so wollen wir Forschung und Entwicklung voranbringen. Wir wollen, das habe ich vorhin schon gesagt, was eben wichtig ist, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer, da keine Abenteuer wagen und diese Substanzbesteuerung gar nicht erst zulassen. Das hat Herr Rehberg richtig beschrieben, dass das für uns alle eine wichtige Sache ist. Und dann wollen wir die steuerlichen Bedingungen für Wagniskapital verbessern. Ich glaube, das ist noch eine Sache, die hier uns ein bisschen hemmt in Deutschland auch und warum wir gerade im Zeitalter der Digitalisierung ein bisschen zurückhinken, was Innovation betrifft, weil wir doch noch eine Finanzierung in Deutschland haben, die sehr darauf ausgerichtet ist, Produkte zu entwickeln, sie marktreif zu gestalten und dann in den Markt zu bringen und damit sofort Geld zu verdienen. Das ist nicht unbedingt die digitale Zukunft. Deshalb ist Wagniskapital gerade wichtig für junge Unternehmen. Und ich glaube, wir sollten auch ein bisschen, wenn wir so über junge Start-ups reden, dann übersetze ich mal Start-ups für Mecklenburg-Vorpommern, was das für uns bedeutet. Das heißt, Leute, die neu anfangen, Unternehmen zu führen. Und das wird bei uns, gerade uns in Mecklenburg-Vorpommern, in den nächsten 15 Jahren ganz extrem treffen. Wir haben 2/3 Unternehmensübergänge zu bewältigen. Wir haben nämlich diese Gründungswelle glücklicherweise nach der Wende gehabt und sehen jetzt, dass wir in die nächste Generation kommen müssen. Und da ist weit und breit nicht nur Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, sondern da brauchen wir dann auch Voraussetzungen, die es den Leuten einfach machen, Bürokratieabbau und eben auch gerade steuerlich müssen wir aufpassen, dass wir die Leute da überhaupt in die Lage zu versetzen, Unternehmen zu übernehmen und diese erfolgreich weiterzuführen. Das ist uns besonders wichtig. Frau Müller, Bündnis 90 Die Grünen beschäftigen sich natürlich auch mit Steuerpolitik und werden häufig in Zusammenhang gebracht, ja auch zu Recht, damit, dass sie sagen, also eine gewisse Lenkungswirkung soll mit Steuern ja erreicht werden. Unter anderem erinnern wir uns ja noch an die Ökosteuer Ende der 90er Jahre unter Rot-Grün in Berlin eingeführt, so nach dem Motto, jetzt sehr grob gesagt, Rasen für die Rente, also die Mineralölsteuer hoch, was ja über die Jahre sukzessive immer weiter erhöht wurde. Und ein großer Anteil dieses Plus geht dann in die gesetzliche Rentenversicherung. Darüber spricht heute im Grunde keiner mehr oder kaum noch jemand. Oder vielleicht doch wieder, Frau Kassner nickt, keine Ahnung. Aber das war natürlich damals auch in Teilen der Wirtschaft ein riesengroßes Thema, was diese Belastung und diese merkwürdige versuchte Lenkungswirkung angeht. Was haben Bündnis 90 Die Grünen diesmal vor in Sachen Steuern und dann vielleicht auch wieder ökologische Lenkungswirkung? Also erstmal bin ich ja sehr froh, dass Herr Reinhold bei der letzten Wirtschaftsrunde mir sehr gut zugehört hat, denn da waren einige Punkte drin, die ich in der Runde angebracht habe, zum Beispiel die Umstellung von der Soll- auf die Ist-Besteuerung. Wir wollen die Bemessungsgrenze dafür vervierfachen. Wir möchten auch eine ganz klare Entbürokratisierung. Wir möchten unter anderem auch die Forschungsförderung erhöhen, und zwar dadurch, dass man 15% seiner Forschungskosten von seiner Unternehmenssteuer abziehen kann, wenn man noch so niedrig ist, dass man noch keine zahlt, diese auch als Zuschuss bekommen kann, als Rechtsanspruch. Das vielleicht so kleine Sachen. Was haben wir diesmal vor? Wir wollen keine Steuererhöhungen, insbesondere im Wirtschaftsbereich nicht. Wir haben, das muss ich sagen, ein sehr vages Bekenntnis zu einer Vermögensteuer bei uns im Wahlprogramm. Ich sage sehr vage, denn das ist tatsächlich bei uns ein heißes Thema immer noch. Wir haben einen sehr weichen Beschluss dazu, dass wir irgendwie eine haben wollen für Superreiche. Da sind aber keine Zahlen drin und nichts. Aus einem ganz einfachen Grund. Unsere Wirtschafts- und insbesondere unsere Steuerexperten sagen, finanzrechtlich und verfassungsrechtlich da etwas Sicheres hinzubekommen, ist eigentlich nicht möglich. Und insbesondere auch das Thema Substanzbesteuerung und Erbschaftssteuer so, dass es keine Unternehmensnachfolgen behindert, das ist bei uns ein Thema, das wollen wir nicht. Also wir möchten kein Unternehmen durch Steuern kaputt machen, wir möchten kein Unternehmen
oder keinen Unternehmer daran hindern, ein Unternehmen zu übernehmen, dadurch, dass er durch eine Erbschaftssteuer so belastet wird, dass er sich nicht leisten kann. Wo möchten wir insbesondere fördern? Wenn ich noch mal ganz kurz nachfragen darf, also Sie haben ja den Parteitagsbeschluss gerade erwähnt, dass er windelweich sei und so. Das heißt, kämen Sie in den Bundestag, wären Sie ja Mitglied der Bündnis 90 Grünen Fraktion und würden dann kämpfen, wofür oder wogegen in dieser Sache? Tja, das wäre immer eine Frage, in welcher Rolle man dann überhaupt ist. Nur innerhalb Ihrer Fraktion, wenn es da um die Meinungsbildung ginge. Ich würde mich eher, also ich bin dafür, dass immer, dass alle Steuern oder generell Gesetze hundertprozentig verfassungsrechtlich konform sind. Und dafür würde ich mich einsetzen. Okay. Ja, aber die letzten Male gab es ja die Entscheidung, dass dem nicht so ist. Okay, dann vielleicht noch eine Frage. Ich noch ganz kurz ergänzen dürfte, wo wir investieren wollen. Ganz klar ist, wir möchten Familien unterstützen. Und Familien sind für uns nicht nur Trauschein, sondern es ist vor allem dort, wo Kinder sind. Und da auch Wahlmöglichkeiten für die Familien, entweder das bestehende System, also mit Kinderfreibeträgen, oder eben gerade für untere Einkommensschichten, ist das gar nicht so hilfreich, sondern eher eine Kindergrundsicherung, also einen festen, nicht nur Kindergeld, sondern etwas höheren Satz zur Unterstützung von Kindern. Und das Zweite ist auch, ein 10-Milliarden-Paket zur besseren Ausstattung und zur Sanierung von Schulen und Kindergärten, also 10 Milliarden dazu zu dem jetzigen, also dass man dann auch in den Regionen entsprechend Aufträge generiert. Herr Holm, Sie noch einmal, Sie hatten schon eingangs viele Punkte angesprochen, die ich gerne noch einmal vertiefen wollte. Also wenn man in Ihr Wahlprogramm schaut, dann findet man zum Thema Umsatzsteuersatz die Aussage um 7 Prozentpunkte senken. Dann ist die Rede von einer allgemeinen Abgabenbremse und auch davon, die Erbschaftssteuer abzuschaffen. Sie hatten vorhin auch schon das mal kurz anklingen lassen. Haben Sie auch eine Idee, wie das gegenfinanziert werden soll? Naja, erstmal ist es ja wichtig, dass wir dafür sorgen, dass eben genau diejenigen, die die Lasten hier tragen, dass die auch mal entlastet werden. Und wann sollten wir das tun, wenn nicht jetzt, wenn sozusagen die Steuereinnahmen sprudeln? Deswegen irritiert mich das schon, wenn hier von einigen Seiten von Steuererhöhungen die Rede ist, die da so geplant werden auf dieser oder jenen Strecke. Das ist doch überhaupt gar nicht nötig. Die Frage ist, wie können wir jetzt entlasten? Das muss unsere Aufgabe sein. Und da haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir gerade die Niedrigverdiener entlasten, und deswegen kam die Idee auf, die Mehrwertsteuer zu senken. Und das ist ja eine Idee, die nicht nur von uns kommt, sondern auch von Wirtschaftsforschern. Das DIW beispielsweise hat gesagt, das ist eine sehr gute Idee, weil es eben überproportional eben diejenigen tatsächlich entlastet, die wenig verdienen und einen großen Anteil ihres Geldes für Lebensmittel und solche Dinge ausgeben. Also insofern ist das eine gute Idee, um genau da was zu tun, was hier auch schon angesprochen wurde, dass wir eben den Niedrigverdiener unterstützen. Ein anderer Punkt ist das Steuersystem bei der Einkommensteuer. Das habe ich ja schon angedeutet, dass wir da zum Steuerstufentarif wollen, dass wir eine Vereinfachung wollen, dass wir entschlacken wollen von den ganzen Ausnahmetatbeständen. Da gab es ja mal ein Konzept von Paul Kirchhoff, das ich sehr, sehr gut fand, das dann leider nicht umgesetzt wurde. Da hat ja Frau Merkel den Herrn Kirchhoff sehr schnell abserviert, als sie merkte, dass das nicht so funktioniert. 2005 fand ich sehr schade, weil er hätte als Finanzminister da vielleicht wirklich was bewirken können. Aber das können wir jetzt nachholen. Wir haben ja auch im Wahlprogramm gesagt, wir würden da gerne mit allen Parteien, die im Bundestag sind, da muss man ein dickes Brett bohren, das muss man ja sagen. Diese Steuerumstellung ist bisher nie gelungen, diese Steuervereinfachung, da muss man dann mit allen zusammenarbeiten, und wir würden das gerne einbringen und das parteiübergreifend oder fraktionsübergreifend in dem Fall auf den Weg bringen. Das halten wir für eine wichtige Sache. Übrigens, eine ganz einfache Sache könnte man sofort machen. Das ist die Abschaffung der kalten Progression. Warum machen wir das nicht endlich? In anderen Ländern funktioniert das auch. Hier macht man es nicht, ist klar, weil der Finanzminister jedes Jahr ein bisschen mehr Einnahmen hat. Das ist eine gute Sache, das fällt kaum auf. Aber man kann das eigentlich ganz einfach abschaffen, indem man diesen Steuertarif auf Stufen setzt oder auf eine Fahrbahn. Ich wollte jetzt ein Bild entwerfen, das wird mir gerade nicht einfällt. Aber dass man insofern das indexiert, das heißt, dass man das in den Verbraucherpreisindex koppelt, dass man jedes Jahr diese Steuerstufen verschiebt nach rechts, und damit kommt man eben dazu, dass eben nicht sozusagen durch die Hintertür mehr abkassiert werden kann durch die kalte Progression. Das wäre eine ganz einfache Maßnahme, um zu entlasten, weil sonst wird jeder jedes Jahr durch die Inflation weiter belastet, und das ist natürlich der falsche Weg, gerade jetzt, wo es eigentlich ganz gut läuft mit den Steuereinnahmen. Wollen wir die Runde vielleicht ganz kurz, bevor Sie Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen, insofern abrunden, als dass ich nochmal die Frage
oder das Stichwort aufgreifen möchte, auch an Herrn Rehberg nochmal stellen möchte, die Frage, wie ist es denn mit dem sogenannten Mittelstandsbauch bei der Steuer, bei der Einkommensteuer, mit der kalten Progression? Da haben die Unionsparteien auch vor Jahr und Tag sehr kräftig dafür geworben, den nun endlich, also wenigstens abzuschmelzen, wenn nun nicht die Progression als solche, vollkommen abzuschaffen. Wofür treten Sie ein? Also wir haben schon in dieser Legislaturperiode eine steuerliche Entlastung gemacht und ein Teil war die Abflachung der kalten Progression von gesamtstaatlich gut 11 Milliarden Euro. Und die 15 Milliarden bei uns, sind mehrere Komponenten, unter anderem auch die kalte Progression und die Indexierung. Also ich finde das immer sehr nett, wenn man hier so Dinge in den Raum stellt, ohne mal dahinter zu sagen, was belastet oder was entlastet das. 7% Mehrwertsteuer sind 77 Milliarden Steuermindereinnahmen. Besonders bei den Ländern und bei den Kommunen. Das ist für Mecklenburg-Vorpommern ungefähr 180 Millionen fürs Land. Ungefähr. 2% kann man rechnen, ungefähr. Nächster Punkt, wenn ich die kalte Progression sofort wegnehme, bin ich, das kommt darauf an, wie die Steuerzuwächse sind, zwischen 5 und 8 Milliarden per anno. Auch hier bleiben 42,5 beim Land, 15 beim Kommunen, 42,5 beim Bund. Können wir mal addieren miteinander. Und das Netteste, was eben von Herrn Holm gesagt worden sind die Sonn- und Feiertagszuschläge. Betrifft 10 Millionen in Deutschland. Steuervolumen knappe 20 Milliarden. Habe ich aber gar nicht von gesprochen. Ja. Das ist ganz fix. Das Thema habe ich gar nicht angeschnitten. Natürlich, Sie haben von Zuschlägen geredet, von Steuern. Das gehört dazu. Oder was, und wenn Sie Kirchhoff in den Mund nehmen, Ansatz von Merz und Kirchhoff waren, neben Tarifen, also mit Tarifstufen, war der Wegfall der steuerfreien Zuschläge. Und wissen Sie, wann ich aufgewacht bin? Ich selber, als mich Unternehmen angerufen haben, Taxifahrer gesagt haben, dann muss ich aber für meine Mitarbeiter Sozialbeiträge bezahlen. Das heißt, man sollte, ehe man so eine Dinge in den Raum stellt, sich genau gut überlegen, was die Folgerungen an der Stelle sind. Ihr Steuerkonzept, grob überschlagen, 120 Milliarden. Ich kann Ihnen das im Detail noch vorrechnen. Ich glaube, so fit bin ich. Und dann bei den 120 Milliarden, da bleiben, wie gesagt, Runde 40, 42 beim Bund. Den Rest tragen Länder und Kommunen an der Stelle. Und ich finde, man sollte wenigstens ein bisschen seriös sein. Für mich ist das nicht seriös gewesen, was Sie gesagt haben und was die Linke gesagt hat. Die SPD hat es wenigstens einigermaßen untersetzt. FDP und Union müssen da nichts untersetzen, weil wir keine zusätzlichen Belastungen machen wollen. Bei uns finanziert sich das wirklich aus den Steuerzuwächsen. Also auch der schrittweise Wegfall des Soli, Der Soli hat 20 Milliarden, wenn Sie den in 10 Schritten um 2 Milliarden abschaffen, auch in der Gefahr sind. Und die in der Gefahr sind wir seit längerem an der Stelle, weil es eine allgemeine Steuernahme des Bundes ist, dass jemand in Karlsruhe klagt. Da sollte man schon klug sein und mit 2020 beginnend das abzuschmelzen. Die SPD will ein bisschen mehr an der Stelle. 10 Milliarden auf einmal ist auch einfach, ist eine reine Bundeseinnahme, brauche ich nicht die Zustimmungspflichtigkeit der Länder im Bundesrat. Aber auch das muss man in Relation sehen. Ganz nebenbei muss der Bund ab 2020 8 Milliarden mehr bezahlen in Länderfinanzausgleich. Muss alles mal irgendwo mal ein bisschen noch mal zusammenpassen an der Stelle. So, Schlussfrage. Mit der Bitte an alle Kandidatinnen und Kandidaten, um entweder dagegen oder dafür. Die Frage ist, darum haben die Ausrichter gebeten, dass ich Sie das mal frage. Mecklenburg-Vorpommern als großes Tourismusland, das Thema ist vorhin auch schon mal kurz angeklungen, die Umsatzsteuerermäßigung für Beherbergungsumsätze, vor allem auf Initiative der FDP seinerzeit, ist es dazu gekommen, dass die Mehrwertsteuer gesenkt worden ist und nun, Herr Rehberg hat es, glaube ich, angesprochen, nun wieder erhöht werden soll, jedenfalls, wenn es nach dem Programm der SPD geht, also wieder zurück auf 19%. Und deswegen die Frage an Sie alle, sind Sie, immer gesetzt den Fall, Sie kommen in den Bundestag, wären Sie auch dafür, wieder zurück zu den 19% oder wären Sie dagegen? Herr Holm, ich fange mit Ihnen an.
Also ich war damals dagegen, muss ich gestehen, weil ich das für völlig unsystematisch halte, da wieder eine Ausnahme zu machen. Jetzt ist es eingeführt, ich halte auch nichts von hin und her. Insofern bin ich dafür, dass da jetzt auch mal eine Weile Sicherheit für die Unternehmer herrscht und dass es dabei bleibt, wie es jetzt ist. Und das war übrigens ein Vorschlag von CSU, Grünen und FDP. Das ist nur dieser für Mecklenburg-Vorpommern sehr gute Vorschlag, ist bloß fest mit der FDP verbunden und dabei bleibt es auch und wird nicht dran gerührt. Deswegen ja wesentlich. Ja. Der Hagen hat recht, in einer bestimmten Nacht haben Horst Seehofer und Guido Westerwelle das durchgesetzt. Ganz klar, keine Mehrwertsteuerbastelei, das muss bei 7 bleiben. Schluss aus, Punkt. So, ich brauche 3 Sätze mehr. Ich habe es gesehen in unserem neuen Wahlprogramm, dass es wieder zurückgedreht werden soll, also wieder so, wie es früher war. Und ich kann das als Mecklenburg-Vorpommersche Abgeordnete kann ich das nicht unterstützen. Also ich möchte, dass jetzt diese Absenkung so bleibt, wie sie ist. Wir waren damals nicht glücklich darüber, da ist auch sehr viel hin und her geschimpft worden. Aber ich muss doch regional denken. Also ich bin Abgeordnete, ich bin Wahlkreisabgeordnete, ich will auch wieder gerne in den Bundestag. Ja, ich sitze ja jetzt hier als Kandidatin. Ich muss regional denken und noch 2 Sätze mehr. Ich hatte die Gelegenheit, mit Martin Schulz persönlich darüber zu reden und ihm auch persönlich mein Anliegen vorzutragen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wieso ist es jetzt wieder im Wahlprogramm drin? Wo kommt es her? Es gibt mit Sicherheit nicht nur Menschen wie mich aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern beispielsweise auch aus Bayern oder aus Baden-Württemberg, die Sozialdemokraten sind und die durchaus sagen, jetzt lasst es mal so, wie es ist. Ja, wir haben viel Tourismus in Deutschland. Und er hat mir dann auch bestätigt, das war eine echt harte Nuss, da ist viel drüber gestritten worden. Und letztendlich hat er mir dann auch den Gefallen getan, das nicht auf der Parteitagsrede zu erwähnen. Insofern denke ich, ist da echt noch Luft drin. Und ich werde mich also, wenn ich wieder in den Bundestag gewählt werden sollte, wirklich sehr dafür einsetzen wollen, dass das jetzt auch so bleibt, wie es ist. Weil ich glaube, dass das wirklich für die Hotellerie eine gute Sache war. Und dass das Wichtigste ist, dass damit eben auch Investitionen erfolgen. Und an der Stelle sehe ich dann doch, dass sich da ganz, ganz viel bewegt hat in den letzten Jahren. Frau Müller, wie sehen Sie es? Also auch wir haben im Wahlprogramm, dass tatsächlich da die Schraube zurückgedreht wird. Wir haben aber zeitgleich eine Mehrwertsteuerabsenkung für etwas anderes drin, nämlich die Mehrwertsteuerabsenkung auf 7% für alle Reparaturleistungen. Also die Förderung davon, dass Geräte und Gegenstände länger genutzt werden, aber damit auch Förderung des Handwerks, des Reparaturhandwerks kleinerer mittelständischer Unternehmen auf diese Art und Weise. Wir würden uns wünschen, dass arbeitsintensive Betriebe, Einrichtungen, Branchen entlastet würden. Und hier wäre es eben gerade auch für die Gastronomie sehr gut, wenn die Teile, also nicht das Hotel, sondern eben die Gastronomie, wo sehr viele Menschen arbeiten, wenn das anders besteuert würde. Übrigens auch Speisen. Es ist ja ein Irrsinn, dass in der Bäckerei, wer dort in der Bäckerei ein Brötchen isst, das anders besteuert wird, als wenn derjenige, der es gekauft hat, mit nach draußen nimmt. Also auch da sind wir für 7% einheitliche Besteuerung. Aber ursprünglich, also kein Zurückdrehen, was das Hotelgewerbe angeht. Das steht bei uns explizit nicht drin. Gut, so, dann haben wir es jetzt, glaube ich, erstmal. Und ich würde Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen. Versuchen Sie es doch erstmal und mal. Achso, da ist das Mikrofon. Okay, Mikro geht rum. 1, 2. Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich habe einen Hotelbetrieb auf der Insel Rügen. Und man muss jetzt hier sehen, das geht um Ferienhotellerie. Ne? Also das ist also das eine Thema, das sind für mich die Steuern, da stehen wir im Wettbewerb mit dem Ausland. 1/3 der deutschen Urlauber bleibt in Deutschland und macht hier Urlaub. Der Rest geht ins Ausland. Ausländische Urlauber haben wir 3%. Wir sind ein sehr teures Land. Ne, also das ist nicht so einfach, hier die Urlauber zu halten, wenn sie den Tourismus oben halten wollen und sie wollen, dass Geld auf die Insel kommt oder Geld nach hierhin kommt. Da müssen sie auch dafür sorgen, dass der Wettbewerb fair wird. Ne, Spanien hat 10% an Steuern. Gucken Sie sich die anderen Länder an, die sind wesentlich günstiger dran. Ich bin jetzt vor 2 Tagen in Schwedt gewesen, Gastronomie. Ne, da wollten wir essen gehen. Was haben die gemacht? Die haben sofort gesagt, ab ins Auto. Wir fahren, und dann sind die rübergefahren nach Polen, die haben gar nicht gefragt. Ne, die haben 8% auf Gastro, die haben Mindestlohn von 2 Euro und noch was, keine 3 Euro. Ne, und
dann wird immer, werden immer Forderungen aufgestellt, ne, was die Gastronomie da alles bringen soll. Selbst wenn wir dann über Tarife reden, dann reden wir über Tarife für alle und nicht für die Regionen, denen es gut geht. Da muss man auch mal dran denken. Und ich denke mal, die meisten denken nicht über den Tellerrand weg, ne, die sind hier in der Politik, mal, da, das verstehe ich manchmal nicht. Substanzbesteuerung, also da fällt einem ja gar nichts mehr ein. Ne, das ist die Unternehmen im Ausland, Google, Starbucks, die sich hier arm rechnen. Die nichts haben, ne? Das kann doch gar nicht sein, was sie hier macht. Ne? Nee. Dann sammeln wir vielleicht erstmal ein paar Meinungen. Hat noch jemand? Ja, bitte. Mein Name ist Hoffmann, Kabelsat Bergen auf Rügen. Das heißt, wir sind in der digitalen Geschichte unterwegs. Aber das Thema lasse ich jetzt erstmal so hin, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Mir geht es um Folgendes. Wir vergessen immer, was wir in den letzten 4 Jahren getan haben. Und wir vergessen eigentlich mittlerweile, dass wir nicht nur über 4 Jahre im Voraus denken müssen, sondern eigentlich durch die Globalisierung bitte etwas länger. Weil andere Länder um uns haben uns in der deutlichen Industrialisierung und in der Technologie aufgeholt. Und das Problem, was wir eigentlich haben, und da bitte ich zukünftig mehr Augenmerk und Gefühl für die Verteilung der Gelder zu legen. Ich finde es vollkommen richtig, dass man jetzt sagt, wir haben eine Summe festgesetzt zur Entlastung mit 15 Milliarden. Dank der großen Koalition, muss ich jetzt sagen. Aber jetzt weiter darüber zu reden, dass wir an den Mittelstandsbauch gehen, also wenn ich heute mich hinstelle, 76.000 Euro als Höchststeuersatz irgendwo einzuführen, der wird mir schlecht, jeder Arzt. Es kommt darauf an, welche Partei das sagt. Na, es kommt einfach darauf an. Mir geht es aber um was anderes. Wir haben eigentlich gar nicht so sehr das finanzielle Problem an sich in den Unternehmen. Wir haben eine Schieflage innerhalb von Deutschland. Wir haben seit 27 Jahren deutsche Einheit und haben immer noch eine Schwankung von 20% ungefähr zwischen Ost und West, was das Einkommen betrifft, nicht nur im Gefüge des Lohnes, sondern auch in den Unternehmen. Das ist Punkt Nummer 1. Das heißt, wir brauchen definitiv als Unternehmen im Osten noch mehr Unterstützung. Damit ist aber nicht gemeint, dass wir Subventionspolitik brauchen oder im Förderprogramme in Mass brauchen. Das Zweite ist, wir haben ein immenses Problem, erst recht hier in Mecklenburg-Vorpommern, Arbeitsplätze herzubekommen. Wir haben es geschafft, die Arbeitsplätze allgemein durch die Entwicklung der Unternehmen, durch ordentliche Finanzpolitik innerhalb der Unternehmen, Arbeitsplätze immer mehr an Lohn und Brot zu halten. Auch Löhne angepasst. Und wir dürfen nicht vergessen, dass durch die SPD speziell, ein Mindestlohn vor kurzem eingeführt wurde mit 8,50 Euro. Wir in Mecklenburg-Vorpommern sind genauso wie in Bayern überall prozentual daran beteiligt. Und wenn wir speiübe, wenn ich daran denke, dass wir alle 2 Jahre diese Politik wie immer wieder neu ansetzen müssen, weil das an gewissen Richtlinien gekoppelt ist. Wir brauchen eher ein bisschen mehr Freiheit, wie wir damit umgehen. Weil wenn wir Arbeitsplätze hier halten wollen oder herbekommen wollen, weil das ist der wichtige Part, dann brauchen wir die Möglichkeit, frei zu entscheiden und auch steuerlich uns anders aufzustellen. Weil sonst haben wir keine Chance, Arbeitsplätze zu kriegen. Weil das, was vor 3, 4 Jahren noch gut funktioniert hat, polnische Arbeitskräfte zu haben, die lächeln mittlerweile und fahren ganz woanders hin. Und deswegen frage ich eigentlich hier in die Runde, wie gehen wir damit um, dass wir Arbeitsplätze hierher bekommen und wie dürfen wir mit den Arbeitskräften, wenn sie aus dem Ausland kommen, vor allen Dingen umgehen? Müssen wir immer so bezahlen, wie wir mit unseren guten Arbeitsplätzen umgehen, die wir aufgebaut haben? Verstehe ich Sie richtig, dass Sie zum Beispiel meinen, Mindestlohn muss unterschreitbar sein für... Ich möchte nicht, dass der Mindestlohn unterschreitbar ist. Also wir haben uns, glaube ich, alle daran gewöhnt, dass wir diesen Mindestlohn bezahlen. Aber ich habe schon ein kleines Problem damit, wenn wir zum Beispiel Leute aus den Krisengebieten jetzt hier haben, die auch gewisse Ausbildung bekommen sollen, dass wir die dann an den ganzen Gehabe von Lohnsteigerung, von schulischen Unterstützung und so weiter immer aus unserer Tasche bezahlen müssen. Wir müssen einfach dafür, wenn wir bereit sind, ich nehme dann jetzt doch mal ganz kurz die Digitalisierung, wenn ich Leute aus den Krisengebieten habe und ich dürfte sie beschäftigen, das muss man ja auch noch dazu sagen, was ich nicht darf, und würde die Leute jetzt ausbilden, damit sie danach eventuell in diesen Berufen in ihrem Land wieder aufbauen können, dann sage ich, ja, kümmert euch darum, dass die bezahlbaren Wohnraum kriegen. Sie kriegen von mir den Lohn. Und bitte, es ist ein Arbeitsplatz, der ist begrenzt auf eine gewisse Zeit. Und nicht danach, weil es eine gewisse Unterstützung gab, wird es auf den Betrieb geschrieben und wir müssen sie vielleicht wieder zurückzahlen. Oder. Also da gibt es genug Dinge, über die man sich austauschen kann. Okay. Sie machen sich kurz Notizen, damit wir gleich darauf eingehen können. Vielleicht noch eine Wortmeldung. Ja, Carsten Proksch, Nordvorpommerischer Aufsichts- und Verwaltungsbetrieb. Ich bin eigentlich relativ beeindruckt, wie Sie mit den Milliarden umgehen.
in diesem Zusammenhang. Was mich eigentlich umtreibt, ist die Problematik des Herrn Draghi und der EZB. Wir nehmen jeden Monat, oder der Herr Draghi macht das, jeden Monat 60 Milliarden Euro in diese sogenannte Bad Bank auf. Das ist ein ungedeckter Scheck, den wir auszahlen. Wir wissen mittlerweile, dass es irgendwann auch mal dazu kommen wird, dass wir für diese ungedeckten Schecks einstehen müssen. Was haben wir bis jetzt erreicht? Sicher, die Bundesrepublik konnte sich durch die Umschuldung auch erfolgreich entschulden. Der Gegenpart dazu ist, dass viele Menschen auf ihre Altersvorsorge mit Entsetzen zurückblicken, weil sich nicht mehr das einstellt, was sie einmal gedacht haben. Wenn wir unsere Lebensversicherungen angucken, als Altersvorsorge, dann läuft es mir auch kalt den Rücken runter. Aber das Entscheidende ist eigentlich, was passiert, gegen diese Politik läuft ja nun auch in der EU ein Verfahren, was passiert mit uns und mit der Bundesrepublik und mit unseren Finanzen, wenn diese Geschichte gegen uns ausgeht, wenn die EZB so nicht mehr weitermachen darf, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das, wenn wir jetzt mit einmal eine Zinserhöhung auf 2 oder 2,5% bekommen. Ich glaube, dann sind die ganzen Milliarden, die Sie jetzt gerade hier so über Entlastungen hin und her schieben, die sind da Makulatur. Darf ich vielleicht kurz zurückfragen, ja. Haben Sie eine Bitte an die Kandidaten für den Fall, Sie würden gewählt und wären dann Bundestagsabgeordnete auch der nächsten Legislatur, was Sie in diesem Fall in Ihrem Interesse tun oder lassen sollten? Also ich würde darum bitten, dass wir wieder zu einer reellen Zinspolitik zurückkehren, die letztendlich auch gesund ist und die auch unsere Wirtschaftskraft widerspiegelt und nicht in ein Chaos führt, in dem wir quasi die Südländer, die über ihre Verhältnisse gelebt haben, zwischenfinanzieren, mitfinanzieren, was für uns als Exportweltmeister natürlich gut ist in dieser Form. Das ist ganz klar. Aber wir müssen auch die zweite Seite der Medaille sehen. Und wie gesagt, ich habe wirklich Bedenken, wenn ein Land wie vielleicht Italien ins Straucheln kommt durch diese Politik, dass wir dann noch hoch erhobenen Hauptes hinter dem Euro stehen. Der geht dann den Bach runter. Und da teile ich übrigens auch die Bedenken von Herrn Schäuble. Dann gebe ich diese Frage gleich mal weiter. Wir nehmen Ihre auch noch mit auf und frage vielleicht zunächst mal, Frau Müller, fühlen Sie sich angesprochen von der Bitte oder dem quasi Auftrag für den Fall, dass? Also die Frage des Bankensystems ist tatsächlich eine, die uns umtreibt. Das ist auch eine europäische Frage, wie die EZB zu gestalten ist und generell, Sie sind sehr, sehr viel auf die Europapolitik eingegangen. Wie schaffen wir es eigentlich, eine gemeinsame europäische Finanzpolitik zu schaffen? Das ist uns ein Anliegen, denn wir sehen tatsächlich, wir können dieses Europa nur ja krisensicherer machen, indem es eine gemeinsame Finanzpolitik gibt. Das war einer der Konstruktionsfehler des Euros, zu sagen, jeder macht weiterhin seine Finanzpolitik, aber wir haben eine gemeinsame Währung. Wir sind aber auch dafür, dass es sozusagen einen gemeinsamen Fonds gibt für Rettungen, aber der muss klar beziffert sein. Und wie gesagt, es muss auch klar verbindlich geregelt sein, was Parameter sind, in denen sich Finanzpolitik bewegen kann, in den einzelnen Mitgliedsländern, in der Eurozone. Das müssen wir ganz klar sagen, es geht ja hier in erster Linie um die Eurozone. Soll ich dann gleich zu den weiteren Punkten? Dann lassen wir uns erstmal gut. Den vielleicht abhaken. Herr Reumbrück. Ja, zu dem Thema, weil Sie mir so aus dem Herzen gesprochen haben. Ich finde es genau richtig und wichtig, dass wir darüber auch mal sprechen. Natürlich müssen wir hier für den Fall arbeiten, dass alles so hoffentlich gut bleibt, wie es ist. Aber die Gefahr besteht natürlich schon, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht. Ich habe das neulich mal verglichen mit einem Hurricane. Das passt ja auch tagesaktuell praktisch. Wir befinden uns im Auge dieses Hurricanes. Um uns herum sehen wir, wie die Bausteine schon umherwirbeln. Uns geht es aber gut. Das fällt nur vielen nicht so richtig auf. Aber wenn man sich die Zahlen genau anschaut mit Griechenland, das wird ja kaum besser. Die können sich selber noch nicht finanzieren. Das heißt, die nächsten Pakete müssen geschnürt werden. Und Sie haben Italien angesprochen. Das nächste viel größere Problem, viel, viel größere mit 133 Schuldenquote vom BIP. Also das wächst exponentiell. Und wenn die Zinsen anziehen, dann wird das Problem nicht akut. Und was machen wir, wenn Italien fällt und in die Pleite stürzt? Da können wir im Prinzip nichts mehr machen. Dann stürzt dieses ganze System zusammen und wir sitzen auf den Fälligkeiten. Jetzt können wir uns einen schlanken Schuh erstmal machen und sagen, also uns geht es gut. Wir exportieren so ganz toll viel. Nur wer exportiert es, das sind natürlich die Firmen, aber bezahlt wird das Geld mit dem Geld der deutschen Steuerzahler.
Das ist ja das Problem, dass das Eurosystem, also die, Stichwort die Target-Salden, dass genau wir das erstmal vorfinanzieren und hoffen, dass das Geld eines Tages zurückbekommt. Und diese Target-Salden liegen bei 900 Milliarden Euro. Und wenn das alles zusammenpufft, dann haben wir ein echtes Problem. Genau das haben Sie angesprochen und genau das müssen wir auch deutlich ansprechen und das tun wir auch als AfD. Nun bin ich kein Finanzexperte, was die Europäische Union betrifft. Tatsächlich sehe ich das auch mit Skepsis, was passiert, sehe aber auch da, Sie haben es angesprochen, die zwei Seiten, denn die ja, freizügige EZB-Politik der auf der einen Seite hat ja auch zu Verwerfungen innerhalb unseres Landes, Sie haben ja nur ein paar Sachen angesprochen, geführt, die dann im Falle einer normalen Zinspolitik sich auch wieder auf ein Normalmaß zurechtstutzen. Gucken wir uns nur die Immobilienpreise innerhalb von Deutschland an, die jetzt ja auch negativ eigentlich für unsere Konjunktur sind, die würden sich dann ja auch auf ein Normalmaß zurückbilden. Sehen wir einfach nur, was ich übrigens auch damit verbinde, in den Ballungsräumen zum Beispiel die Wohnungssituation an. Wer kauft denn da die Wohnung? Das sind zum größten Teil Kapitalanleger, die anderswo gar keine Zinsen mehr, Rückversicherungen, Rentenfonds, die anderswo gar nicht mehr ihr Kapital so verzinst bekommen, wie sie es müssten. Auch diese Verwerfung würden sich dann aufheben oder würden dann zurückgedreht werden, sodass wir ja auch Vorteile davon hätten. Ich hoffe, dass wir auf ein Normalmaß kommen. Ich glaube aber auch, dass wir in Europa ja nicht im Blindflug unterwegs sind, sondern auch verantwortungsvolle Politiker haben, die sehr wohl im Auge haben, diese Politik zu beenden. Und tatsächlich, Sie haben es ja auch erwähnt, ist das für uns Deutsche und unsere Konjunktur und unsere Aufgaben, die wir in den letzten Jahren zu bewältigen hatten, ja nicht das Negativste gewesen. Das ist, Sie haben recht, zum Teil auf Kosten privater Sparer geht. Das geht mir auch gegen den Strich. Keine Frage, deshalb darf es kein Dauerzustand sein. Ich glaube, es ist aber auch nicht gewollt. Was ich aber klar sagen will, wenn wir über Europa reden und wenn wir über den europäischen Wirtschaftsraum und Währungsraum reden, dann will ich auch ein klares Bekenntnis zu Europa mal abgeben. Denn ich glaube, eins dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Wir gucken auch dann, und ich glaube, da ist unser Tellerrand dann immer die EU-Außengrenze, auch gerne über unseren Tellerrand nicht hinaus. Wenn wir uns im globalen Wettbewerb mal wirklich wahrnehmen würden und mal begreifen würden, wie Asiaten, wie Amerikaner eigentlich auf Deutschland, auf Europa gucken, dann haben wir als Deutsche zur Erhaltung unseres Wohlstands gar keine andere Chance, als europäisch zusammenzuarbeiten und mit dieser Kleinstaaterei innerhalb von Europa aufzuhören. Deshalb wäre es das Schädlichste, was wir machen könnten, die Idee eines gemeinsamen Währungs- und Wirtschaftsraums in Europa aufzugeben. Eine andere Chance haben wir gar nicht. Was wir machen müssen, ist Europa auf die Kernkompetenzen ja nicht zurückstutzen, weil sie haben sie ja teilweise noch gar nicht, dass wir eine Außen- und Sicherheitspolitik gemeinsam haben, dass wir eine Außenhandelspolitik und Wirtschaftspolitik gemeinsam gestalten und dass wir da unter Regionen meinetwegen auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben. Nach dem Brexit haben wir ja die große Chance, das Weißbuch von Juncker liegt vor mit 5 Szenarien, jetzt ein Szenario zu wählen, wie Europa mindestens genauso schnell bleibt wie jetzt und auch noch schneller vorangehen kann. Das wird zum Teil durch unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Region gehen. Aber ich warne davor, dieses europäische Konstrukt, und wenn es übrigens das Einzige wäre, dass wir 70 Jahre Frieden hätten, mal ganz nebenbei, würde mir auch schon ausreichen, dieses europäische Konstrukt auch nur in Frage zu stellen. Eine andere Chance werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren weltweit gar nicht haben, überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Und das vergessen wir immer viel dabei, wenn wir uns dann über so Kleinigkeiten manchmal im globalen Vergleich gesehen aufhalten und streiten. Da lachen uns andere aus und sagen, eure einzige Chance verpufft gerade, indem ihr so sorglos mit der Europäischen Union umgeht. Also das nur als kleinen Satz am Rand. Möchte noch jemand aus der Runde da ergänzen, bevor wir zum nächsten? Ich will mal da anknüpfen, was der Hagen Reinhold gesagt hat. Gut 500 Millionen Europäer stehen über 6 Milliarden woanders gegenüber. Und die Chinesen und die Inder, die haben schon eine andere Philosophie als wir. Das darf man bitte nicht vergessen und ich mag mir nicht vorstellen, dass die ehemals 28, jetzt 27 EU-Staaten oder die 17 Länder im Euroraum das noch jedes einzeln wäre. Das mag ich mir wahrlich nicht vorstellen. Größte Profiteur des Euro ist Deutschland, ganz klar. Und Sie haben es ja angedeutet, bitte um Entschuldigung, wenn mir die Milliarden so leicht über die Lippen gehen, aber es ist dann in Berlin Altersgeschäft. So, nee, es ist ein bisschen, wir haben uns in dieser Legislaturperiode und noch mehr in der letzten zu ein Drittel, ich glaube, Sonja Steffen wird das bestätigen, mit dem Thema Euro befasst. Übrigens die massivste Parlamentsbeteiligung gibt es in Deutschland.
ist nicht immer ganz glücklich, macht viel Arbeit, aber es ist so, wie es ist. Jetzt zur Europäischen Zentralbank. Sie ist konstruiert nach der Deutschen Bundesbank. Ohne politischen Einfluss. Kann man gut oder kann man schlecht finden, aber es ist so. Und der größte Kritiker ist Jens Weidmann und war Axel Weber. Der größte politische Kritiker ist Wolfgang Schäuble. Ich will aber darauf hinweisen, dass die Fed in Amerika der Zinssatz nur unwesentlich höher ist. Ich bin völlig bei Ihnen, was den deutschen Sparer betrifft und so weiter. Renten, alles völlig d'accord. Meine Kollegin Sonja Steffen wird, glaube ich, bestätigen, dass ich zum Beispiel den Juncker-Fonds höchst kritisch sehe. Haben wir Deutschen gar nichts von. Auch kritisch die EZB-Politik durchaus in der Frage. Aber wir müssen eins wissen, wenn wir ich halte auch nichts von einer gemeinsamen europäischen Finanzpolitik jetzt und heute, sage ich ganz klipp und klar. Da werden wir auch den mediterranen Ländern unterliegen, sei Ihnen voraus. Ich halte nichts von Eurobonds, von gemeinsamer Haftung und so weiter und so fort. Ich persönlich bin auch hochkritisch, was Macron da im Augenblick auf den Markt wirft. Da sollten wir sehr, sehr zurückhaltend sein. Ich glaube, das Grundprinzip hat Wolfgang Schäuble am Dienstag im Deutschen Bundestag gesagt, jedenfalls für die Union. Das ist bei Italien, auch bei Spanien, Portugal, Frankreich, darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Und glauben Sie mir, wenn ich irgendetwas Gemeinsames mit Frankreich heute machen würde, ich kriege einem deutschen Wähler erklärt, dass die Franzosen eine 35-Stunden-Woche haben gesetzlich geregelt und das Rentenalter bei 60 liegt, kriege ich keinem erklärt. Und dazu stehen wir in der Union auch ohne Wenn und Aber. Oder ich, wissen Sie, warum der Betriebsrat von AIDA nicht weggehen will von der italienischen Flagge? Weil das italienische Rentenrecht um ein Drittel besser ist als das deutsche. Mal ganz so ein Schmankerl mal nebenbei. Also da müssen wir schon mal ein bisschen hingucken. Aber ich sage Ihnen auf der anderen Seite auch, was wäre gewesen, wenn wir nicht das getan hätten, was wir getan haben? Wir haben die Iren raus, wir haben die Portugiesen raus, trotz einer linken Regierung. Die Spanier sind auf einem guten Weg, die Griechen sind kritisch, ja, aber auch nicht so schlecht wie gedacht. Hilft sicher Tourismus, Mittelmeerraum und so weiter und so fort. Aber was wäre die Alternative gewesen? Und es ist doch 2010 und fortfolgende keine Spaßveranstaltung von großen Hedgefonds. Die haben den Euro angegriffen, doch kein anderer. Und da haben wir damals kein Firewall gehabt und heute haben wir ihn. Der ESM, der steht, da ist auch noch relativ viel Luft an dieser Stelle. Also man kann vieles kritisch sehen. Und ich denke aber, unter dem Strich ist auch die Kernbotschaft, die deutsche Kernbotschaft, dass man nachhaltige Haushaltspolitik, Schäuble wird ja immer Austeritätspolitik, aber nachhaltige Hauspolitik und wirtschaftliches Wachstum und eine soziale Balance sich nicht ausschließen. Deutschland hat das das letzte Jahrzehnt sehr, sehr gut gezeigt. Und deswegen glaube ich, sollten wir auch so ein bisschen deutlich machen, das ist nicht am deutschen Wesen ist alles gelesen, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber ich sage mal, diese Lebenskultur, die Arbeitskultur, die wir haben, da muss man auch mal den Finger heben und sagen, Freunde, uns geht es deswegen so gut, weil wir so sind, wie wir sind. Okay, vielen Dank. Frau Steffen, möchtest du noch? Ich würde noch ganz gerne zwei Sätze zu Herrn Hoffmann sagen wollen. Also Sie haben das vorhin zum Ende erwähnt. Es ist mir nämlich auch echt ein Anliegen, das hier auch in diesem Plenum unterzubringen. Das ist die Frage der Beschäftigung auch ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gerade auch natürlich dann, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn man eben auch keine inländischen Arbeitskräfte findet. Wir haben da ein unglaubliches Potenzial an Menschen. Und ich leite jetzt auch schon elegant über zum nächsten Thema, weil das ist das Stichwort Bürokratieabbau, nehme ich an. Wenn nicht, dann das Übernächste. Ich glaube, wenn, und da sind Sie, glaube ich, diejenigen, die Kraft dazu haben, wenn wir die Verwaltung davon überzeugen, an der Stelle wirklich auch anders mit Ihnen zusammenzuarbeiten. An der einen oder anderen Stelle funktioniert das ja schon in Mecklenburg-Vorpommern. Könnten wir diese
diesen Bereich viel, viel besser nutzen, ob das im Ausbildungsbereich ist oder ob es später im Beschäftigungsbereich ist. Deshalb, das ist wirklich auch ein Aufruf an die Unternehmer, an die IHK. Nutzen Sie Ihre Kraft bei den Verwaltungen, beim Landrat, bei den Landkreisen, um dort zu sagen, liebe Leute, lasst mal locker, ja, weil das, was da mitunter passiert, ist absurd. Also das weiß ich eben auch von einigen Unternehmern, die dann echt kommen und sagen, wir wollen gerne, aber wir kriegen die Tür vor der Nase zugeschlagen. Kann ich da mal einhaken, weil das gefällt mir jetzt gerade nicht überzuleiten und den Leuten vielleicht nicht mal zu erklären, wie man europäische Arbeitslosenversicherungen befürworten kann, wo wir deutsche Arbeitnehmer für verfehlte Wirtschaftspolitik im Süden gerade stehen soll, wie man europäische Berufsbilder vorantreiben möchte, wo wir mit unserer dualen Ausbildung einen Garant dafür haben, dass wir wirtschaftlich so gut dastehen. Das sind doch europäische Fragen, die jetzt beantwortet werden sollen. Wir kommen gerne nachher, gerne kommen wir noch zu den Arbeitsbedingungen für ein anständiges Einwanderungsgesetz, aber jetzt sind wir bei der Europäischen Union. Das, glaube ich, ist auch spannend. Dass ich Herrn Hoffmann, den machen wir auch gleich noch. Auf seine Äußerungen antworten wollte, was die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmer betrifft. Nur darum ging es. Aber da muss ich dann doch nochmal nachhaken. Ich habe Sie hoffentlich richtig verstanden. Ich glaube, die Frage ging zumindest auch in die Richtung an Sie als Politiker natürlich. Also wenn die Verwaltung hier und da mal sagt, nö, machen wir nicht, können wir nicht, dann sagen die auch ganz häufig, ja, uns sind ja auch die Hände gebunden. Vielleicht nicht in jedem Fall, aber in einigen ja doch. Gibt es etwas, von dem Sie sagen, ja, da müssten wir gesetzgeberisch ran? Wir haben eine ordentliche Ausbildung unseren Arbeitnehmern gewährleistet. Und jetzt stellen wir uns hin und wissen nicht, wie sie ausgebildet sind, sollen sie auch bezahlen gleichwertig. Das funktioniert nicht. Und das ist keine Frage der Verwaltung? Das ist keine Frage der Verwaltung, definitiv nicht. Genau. Ja, also wenn Sie da nochmal, Frau Kassner. Also ich würde nochmal sagen wollen, wir hätten auch von Anfang an in dieser Europäischen Union an einer Egalisierung, an Union in Hinsicht auf Arbeitsrecht, auf soziale Standards und auch auf eine Finanzverwaltung arbeiten müssen. Dass es nicht dazu gekommen ist, das fällt uns jetzt gewissermaßen auf die Füße. Und ich sage es ganz deutlich, auch das zahlen wieder die kleinen Leute, das zahlen die Sparer, die für die Rente was zurückgelegt haben, die Lebensversicherung abgeschlossen haben und denen ihr Geld sozusagen entwertet wurde. Das ist Tatsache und das muss man hier auch mal so ganz deutlich benennen. Und es macht noch etwas und das ist gerade für unsere Region hier ganz entscheidend. Es ist ein zusätzlicher Druck auf die Immobilienbranche entstanden. Es wird gebaut, 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 weil das die einzige Möglichkeit ist, noch aus seinem Geld eben mehr zu machen, ist sinnvoll mit einer Rendite anzulegen. Und das macht etwas mit den Orten. Also ich bin viel unterwegs im Moment und überall erzählen mir die Bürgerinnen und Bürger, dass sie Angst haben davor, dass eben ihre Orte anders werden, dass sie dort keine Verkehrsbedingungen mehr haben, mit denen sie zufrieden sind. Und natürlich auch, dass viele von diesen Häusern in großen Teilen des Jahres dann ungenutzt herumstehen, weil nämlich nicht wirklich eine neue zusätzliche Ansiedlung ist. Denn das würde ja wieder voraussetzen, dass wir andere Arbeitsplätze hätten, mehr Arbeitsplätze, damit die Menschen auch hier ihr Einkommen hätten. Also ein Teufelskreis, der gerade in unserer Region wirklich eminent vorhanden ist. Und wir müssten uns wirklich gemeinsam Gedanken machen, dass wir solche Arbeitsbedingungen für die Menschen in der Dienstleistungs-, in der Gastronomie, in der Pflegebranche haben, dass sie auch tatsächlich hier leben können, gut leben können, gerne in diesen Bereichen arbeiten. Und dazu braucht es wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass wir das hinkriegen. Mein Sohn arbeitet jetzt in Österreich. Warum? Weil er eben sonst nur Saisonarbeit gehabt hätte. Und dort hat man das rechtzeitig erkannt und auch von Seiten des Staates ist eine Unterstützung erfolgt für die Unternehmen, dass sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen
gewährleisten können. Sie bekommen dort kostenlos Essen, sie haben kostenlose Unterkünfte. Und so etwas, denke ich, bräuchten wir auch hier, um die Situation mit der immer noch sehr prekären Saisonarbeit gerade in diesem Bereich zu entschärfen, um etwas in die richtige Richtung zu entwickeln. Also staatliche Förderung auf dieser Ebene, habe ich Sie da gerade richtig verstanden? Frau Müller. Ich hatte ja vorhin gefragt, ob ich etwas zu den Fragen schon sagen kann. Ich will nur was zu den, also eine der höchsten bürokratischen Hürden ist ja immer diese Vorrangprüfung. Sie müssen als Unternehmer nachweisen, dass Sie keinen Deutschen finden, dass Sie keinen EU-Bürger finden und erst dann dürfen Sie hier einen Nicht-EU-Bürger einstellen. Das ist schon mal die erste Hürde, das Thema Vorrangprüfung. Wir haben es vorhin mehrfach gesagt, es ist nicht nur der Fachkräftemangel, sondern es wird ein Arbeitskräftemangel sein. Also hier ist eine Hürde, die man klar abschaffen kann. Sie haben auch die Frage der Geflüchteten angesprochen, wenn wir die in Ausbildung bringen. Ich würde es gar nicht so sehr auf den Lohn, sondern einfach wirklich sagen, da brauchen wir Unterstützung, dass sie ausgebildet werden und dann aber auch für sie die Sicherheit haben, wenn ich jemanden ausbilde, dass ich den hinterher auch beschäftigen kann, wenn ich vorher auch investiert habe und dort eine Ausbildung gemacht habe, dass der dann auch perspektivisch hier bleiben kann. Und dann sind wir beim Thema, was inzwischen, glaube ich, viele von uns auch eint, Einwanderungsgesetz. Und wir sagen auch, wenn jemand hierher kommt, über das Asylverfahren vielleicht eine Duldung hat, hier ausgebildet ist, dann muss es ihm möglich sein, einen Spurwechsel zu machen, dass er als Arbeitskraft, als Fachkraft hier auch die Möglichkeit hat, Arbeitsmigration hinzubekommen, wenn er dann eine Fachkraft ist und sie ausgebildet haben. Jetzt sind wir bei einem Fächer von Themen schon mittlerweile. Ich dachte, das geht da rein, deshalb grätsche ich jetzt auch dazwischen und mache da weiter. Und ich glaube, Herr Hoffmann war der das angesprochen hat und will dazu natürlich auch was sagen. Einwanderungsgesetz, hat Frau Müller was Richtiges angesprochen, und zwar nicht nur eine Flexibilität zwischen den Systemen Asyl und Einwanderung, sondern überhaupt erstmal dazu kommen, dass wir als Deutsche festlegen können, wer in unser Land kommt. Und dafür brauche ich ein Einwanderungsgesetz. Da kann ich nämlich festlegen, welche Berufe will ich hier haben, mit welchem Sprachniveau will ich die Leute haben. Ich kann festlegen, dass sie Geld mitbringen müssen, damit sie nicht in die Sozialsysteme reinfallen. All das haben wir zurzeit nicht, und das ist in diesem Land die letzten Jahre, zumindest so oft wir das angestoßen haben, nicht umsetzbar gewesen. Dann würden wir auch einen großen Teil der Fluchtbewegung, die jetzt gar keine andere Möglichkeit haben, als an der Grenze Asyl zu schreien, dadurch ein bisschen auffangen. Denn ein Einwanderungsgesetz brauchen wir schon. In Mecklenburg-Vorpommern sehen wir es ja ganz drastisch, Wegzug nach in den 90er Jahren und jetzt auch die demografische Entwicklung. Wir werden aus eigener Kraft unsere Arbeitskräfte nicht mehr stillen können oder den Arbeitskräftehunger der Wirtschaft nicht mehr stillen können und brauchen Zuwanderung, auf jeden Fall. Und dann will ich sie selber festlegen, und dafür brauchen wir ein Einwanderungsgesetz. Den Vorrang, da haben Sie recht, ist aber übrigens im Bundesland, von Bundesland zu Bundesland auch anders zu entscheiden. Das liegt noch nicht mal an der Gesetzgebung auf Bundesebene. Das könnte man auch anders regeln. Aber ich sehe das auch so, und tatsächlich ist das ein großer Nachteil. Ich komme ja aus der Region, willst du einen einstellen, sagt dir das Arbeitsamt, da gibt es aber noch 10 arbeitslose Maurer. Kenne ich, sitzen vorm Getränkemarkt bei uns, kommen aber leider nicht zu mir, nur zum Stempel abholen. So, da können wir eine ganze Menge machen, das sehe ich auch so. Was noch wichtig ist, ich bin Humanist und sage, die Leute, die Schutz brauchen, die müssen auch zu uns kommen, wir müssen den Schutz gewähren, wir sind auch reich genug, um uns das leisten zu können. Kein Problem. Und wir haben auch Leute dabei, die gewillt sind, hier bei uns zu arbeiten, sehr, sehr viele sogar. Aber man muss sie auch in die Lage versetzen, das machen zu dürfen. Der Vorrang ist das eine, aber wir setzen sie ja nicht mal mit ihrem Deutschniveau auf eine Stufe, wie sie überhaupt eine Ausbildung beginnen können. Die lassen wir bei B1, beim Sprachniveau stehen, wo die eine Bockwurst oder einen Kaffee bestellen können. So können die nicht in unsere Betriebe zur Ausbildung. Und dafür wäre es der nächste Schritt, der kostet 1.000, 1.500 Euro, der Sprachkurs. Den nehmen wir nicht in die Hand, das haben die in 2 Monaten aufgebraucht an alimentären Leistungen, die sie von uns bekommen. Es ist eine Katastrophe, dass wir mit diesem System nicht anders umgehen, gerade nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Fachkräftemangel kommen wir hoffentlich noch zu, gibt ja auch vieles, was wir mit unseren eigenen Leuten noch machen müssen, bei den Schulabbrechern, die wir haben, aber da gibt es eine ganze Menge, was wir machen können, und ich glaube, die unterliegen nicht dem Mindestlohn, das nur so am Rande. Die jetzt zu uns kommen, wirklich. Also wenn ich auch noch, wir springen ja ziemlich hastig, ich hätte eigentlich noch ein paar Bemerkungen zum Thema Euro, aber gut, dann schließe ich hier vielleicht bei Hagen Reinhold nochmal an. Ich finde, da gehen Sie ein bisschen leichtfertig über die Situation. Wir haben jetzt über 1,5 Millionen Migranten aufgenommen, und wir sehen ja anhand der Abschiebequote, dass kaum jemand zurückgeschickt wird, auch wenn er überhaupt keinen Status bekommt. Und da läuft was falsch in diesem Land. Ich gehe natürlich mit Ihnen. Einwanderungsgesetz haben wir schon 2013 übrigens gefordert als AfD im Bundestagswahlkampf. Da wurden wir auch schon sehr dafür gescholten, weil wir gesagt haben, keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Natürlich, ein Einwanderungsgesetz für qualifizierte Zuwanderung nach unseren Regeln, nach unseren Interessen ist völlig richtig, sind wir auch damit einverstanden, sollte kommen. Aber was über den Asylweg jetzt kommt,
illegalerweise in unser Land, das können wir so nicht schaffen. Das sagt Frau Merkel zwar, dass wir das schaffen, aber wir können das einfach nicht schaffen. Es geht ja weiter. Der Familiennachzug kommt im nächsten Jahr, das wissen Sie ja wahrscheinlich. Man hat es beim TV-Duell wieder gesehen, wie beide da rumgeeiert haben. Und damit ist für mich klar, es wird passieren. Ab nächsten März wird der Familiennachzug einsetzen und dann geht es weiter. Und irgendwann können wir das einfach nicht mehr bewältigen. Wir müssen hier dringend echte Lösungen finden. Und da sind wir die Einzigen, die das klar markieren und klar sagen, so geht es nicht. Wir müssen die Grenzen schützen und auch Dublin endlich wieder vernünftig einhalten. Und dann dafür sorgen, dass unsere EU-Außengrenzen natürlich am besten geschützt werden. Aber das passiert ja leider auch im Moment nicht. Da müssen wir die richtigen Wege finden. Und natürlich müssen wir unterstützen. Da haben Sie ja völlig recht. Wir wollen human handeln. Das ist absolut korrekt. Aber wir können nicht alles hier in Deutschland bewältigen. Wir müssen vor Ort helfen. Und das, dazu steht ja die AfD, dass wir echten Kriegsflüchtlingen helfen. Warum wurden die Rationen, die Geldmittel für die UNHCR-Lager gekürzt rund um Syrien? Das hat doch erst mit dazu beigetragen, dass dieser Sturm auf Europa losgegangen ist. Darum müssen wir vor Ort helfen. Und der Außenminister Österreichs hat es ja selber gesagt, hilfst du hier einem, kannst du da 20 helfen. Und wir können den 19, die nicht herkommen können, weil sie eben nicht so begütert sind wie die anderen, relativ gesehen, nicht erklären, warum wir ihnen nicht helfen können, weil wir eben einem hier helfen. Eine Nachfrage nur, weil ich das immer nicht bei Ihnen verstehe, weil Sie sagen, abschieben, da sind wir uns doch alle einig. Ganz ehrlich, jetzt erklären Sie doch mal praktisch, wie Sie jetzt einen nach Mauretanien abschieben. Hat keine Duldung, kein Bleiberecht, gibt es nicht. So, den schieben Sie jetzt mal nach Mauretanien ohne Papiere ab. Los geht's. Ein praktisches Beispiel, ohne den über Afrika abzuwerfen. Das will ja auch keiner. Das ist doch klar. Das erzähle ich Ihnen doch. Das erzähle ich Ihnen, das haben wir auch gerade kürzlich vorgestellt auf einer großen Pressekonferenz. Wir wollen das wie die Australier handhaben. Wir wollen diejenigen, die hier illegal sich aufhalten, die sollen dann sozusagen auch in Drittstaaten, da soll es Vereinbarungen geben mit Drittstaaten, dass sie dann dort erstmal landen und dann werden sie irgendwann sich schon überlegen. Wo soll der Mauretanier, der jetzt in Deutschland schon ist? Das sage ich Ihnen, in einem Drittstaat, das müsste natürlich ausgehandelt werden. Ich stelle nicht die Regierung. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Sie kaufen also Bornholm und legen die da ab oder was? Erzählen Sie doch mal praktisch wirklich die Umsetzung. Schauen Sie sich das doch in Australien an. Das ist eine Lösung, die praktiziert wird. Es ist eine Lösung, die in Australien genauso praktiziert wird. Wer dort illegal anlandet, der wird dann rübergegeben nach Indonesien. Da gibt es eine Vereinbarung und dort treffen die in Indonesien an. Das könnten wir auch machen. Wir müssen halt die Vereinbarung treffen. Los geht's. Aber diese Vereinbarung gibt es derzeit nicht. Dafür wollen wir uns einsetzen. Hier gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Bitte. Ja, mein Name ist Uwe Ambrosat von der Kreishandwerkerschaft hier in Rügen-Stralsund. Also wir haben, weil wir gerade das Thema Ausbildung aufgegriffen haben, wir haben auch bei uns hier circa 800 Auszubildende im Handwerk und wir sind durchaus auch bereit, darüber nachzudenken oder sind auch schon gezwungen, darüber nachzudenken, auch Flüchtlinge entsprechend in die Ausbildung zu nehmen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, insbesondere mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, weil die sich sehr gut anstellen, weil sie fleißig sind, anstellig sind, weil sie oft auch schon integriert sind. Also die Familien haben eine Arbeit, die Frau hat eine Arbeit, der Mann hat sich entsprechend engagiert und beziehungsweise möchte eine Ausbildung machen. Wir haben jetzt mehrere Betriebe, die Ausbildungsverträge mit Ukrainern geschlossen haben, die aber jetzt nicht wirksam werden, die müssen wieder zurück und so weiter. Das versteht kein Mensch, weil sie dann schon über Monate ganz erfolgreich gearbeitet haben. Die Betriebe waren froh, dass sie nach langem Suchen endlich jemanden gefunden haben, der dort in ihrem Betrieb die Ausbildung vernünftig machen kann und jetzt dürfen sie es nicht. Auf der anderen Seite finde ich, dass wir sowieso als Handwerk, wenn ein Auszubildender den Weg ins Handwerk findet, auch als Flüchtling einen guten Weg bahnen können für eine Integration. Denn er lernt die Sprache nicht schneller, als wenn er dort mit anderen zusammen arbeitet. Und dann das bringt wahrscheinlich am Ende mehr, als wenn er nur einen Sprachlehrgang macht, sage ich jetzt einfach mal, weil er dann ganz einfach praktisch diese Sprache anwenden muss. Jetzt ist die Frage, wir haben bei den Ukrainern das Problem, dass die weg abgeschoben werden sollen oder abgeschoben werden. Andererseits haben wir freie Ausbildungsstellen, die wir auch gerne mit anderen Flüchtlingen besetzen wollen. Aber da heißt es dann auch, nach Nordvorpommern oder nach Rügen gehe ich nicht, sondern wenn, dann höchstens in Stralsund. Und da sage ich mal, müssten wir da nicht auch diesen Punkt haben, fördern und auch fordern. Letztlich, dass wir sagen, wenn wir ein Angebot machen und das Angebot ist nicht gerade an dem Ort und die Möglichkeit der Unterbringung ist gegeben oder die Betriebe kümmern sich darum, dann müssen wir doch in der Lage sein, die Schraube zu drehen und zu sagen, dann geht da auch dahin. Denn nur so kann es doch was werden. Und sonst bewegen wir eine große Ansammlung von Menschen und es bewegt sich nichts. Und meine Frage ganz konkret, wie können wir das fördern und fordern durchsetzen und letzten Endes auch dafür sorgen, dass Leute, die schon integriert sind, Stichwort Ukrainer,
dann, dass die dann trotzdem auch bleiben dürfen. Also das wäre einfach so meine Frage an dieser Stelle. Dankeschön. Ja. Ich würde vielleicht an der Stelle sagen, auch mit Blick auf die Uhr, also wir haben ja den einen Themenkomplex Steuern, Finanzen relativ ausführlich behandelt, natürlich längst nicht alles in der gebotenen Tiefe behandeln können, aber jetzt doch so halbwegs zum Abschluss gebracht. Bürokratieabbau, E-Government und vor allem auch die Ausbildungsfrage. Letzteres ist jetzt hier schon immer mal angeklungen. Ich würde mal Bürokratieabbau insoweit überspringen, es sei denn, Sie haben dazu dann eine spezielle Frage, können Sie die natürlich gerne stellen. Sind wir jetzt also bei dem Thema Ausbildung, Arbeitskräftemangel, Ausbildungsprobleme und dann auch noch mit diesem Spezialproblem. Frau Steffen, Sie fangen mal direkt an. Hätten Sie da eine Idee? Ja, weil was Sie sagen, ist absolute Realität. Und gerade das Ukraine-Beispiel finde ich toll, weil das sind wirklich also Familien, die sich hervorragend integrieren. Die Kinder sind meistens richtig gut in der Schule. Ja, die werden auch von den Eltern echt ordentlich gedrillt, dass sie gut in der Schule sind. Es stimmt ja nicht, dass wir im Moment kein Gesetz haben. Wir haben eins. Wir haben eigentlich ein richtig gutes Aufenthaltsgesetz. Das muss allerdings modifiziert werden. Das muss verändert werden. Es muss modernisiert werden. Wir haben im Moment, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, bei 5 Jahren Aufenthalt, ob geduldet oder wie, in welchem Zustand auch immer, kann ich hier eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Mit Familie. Ohne Familie nach 7. Ich kann auch als Selbstständiger, wenn ich eine Idee habe, gehe ich zur deutschen Botschaft, wo auch immer ich herkomme und sage, das ist meine Idee, dann wird geprüft, dann muss ich Geldmittel mitbringen und wenn das alles funktioniert, kriege ich mein Visum bei der deutschen Botschaft und dann kann ich mich hier in Deutschland ansiedeln. Ich kann mich auch in Deutschland schon ansiedeln, wenn ich hier einen Arbeitgeber finde, der sagt, wenn ich jetzt beispielsweise aus dem Kosovo bin oder sonst woher, der sagt, ich will den Mann haben, auch dann läuft es über die Botschaft. Unser Gesetz ist gar nicht so schlecht, deshalb, das liegt nicht am Gesetzgeber und wir haben in den letzten 4 Jahren auch echt da noch einiges hingekriegt. Das Stichwort bei der Ausbildung ist 3 plus 2 und glauben Sie mir mal, ich bin so sicher, dass es unendlich viele, wir haben ja gar nicht so viele, aber ich glaube, es gibt ganz viele junge Leute, die würden auch nach Dranske und nach Sassnitz und nach Bad und sonst wohin gehen, wenn man ihnen eine Ausbildung geben würde. Es hat wirklich ganz viel damit zu tun, dass die Gesetze, die wir schon haben, 3 plus 2 heißt 3 Jahre Ausbildung plus 2 Jahre im Betrieb, das hatten wir vorhin auch schon, ja, dass der Betrieb natürlich auch gerne was davon haben will, wenn er die jungen Leute ausbildet. Wir haben das alles schon, es verlangt nach Umsetzung und wir müssen es modifizieren und meinetwegen können wir das dann auch Zuwanderungsgesetz nennen. Aber es ist absolut nicht richtig, wenn man sich hier hinstellt und sagt, das haben wir alles noch nicht. Und dann noch eins, man muss unterscheiden zwischen Asylrecht und zwischen Aufenthaltsrecht. Das sind 2 völlig verschiedene Paar Schuhe. Und dann noch ein letztes, ein B1-Lehrgang. Das sage ich Ihnen, B1, wenn ich aus Russland kommen würde und müsste hier in Deutschland bis zum B1-Lehrgang kommen, dann muss ich schon richtig bleach sein. B1 ist nicht Bockwurst und Pommes, sondern B1 ist schon so, dass ich mich hier halbwegs gut verständigen kann. Aber nicht Deutsch für den Beruf, da sind wir uns einig. Machen wir mal weiter. Okay. Also Sonja Steffen hat jetzt eigentlich das Wahlprogramm der Union zitiert, was das Thema Einwanderung betrifft. Weil, ja, sie hat ja nicht Unrecht. Wir müssen das mal vernünftig zusammenschreiben, was wir haben. Das ist wirklich nicht so schlecht. Ich stelle mal die Frage in die Runde. Auch an Sie gerade von der Kreishandwerkerschaft. Zu uns könnten 420 Millionen Europäer kommen. 420 Millionen, vollkommene Freizügigkeit. Ich habe Arbeitslosenzahlen in Italien, Spanien, Griechenland, 50% in der Ecke. Der Herr Großklaus nickt. Haben wir uns schon mal die Frage gestellt, warum kommen die nicht? Oder warum sind die wieder gegangen, die da gewesen sind? Einfach mal die Frage gestellt. Die können kommen. Und jetzt, ich erlebe das ja auch, wenn ich auf Usedom bin, die Polen kommen nicht mehr. Jetzt sind es Ukrainer und Weißrussen. Einfach mal die Frage, nur einfach mal, ruhig, ich möchte die jetzt nicht öffentlich beantworten, weil ich da meine eigene Meinung zu dem Thema habe. Das lasse ich jetzt mal. Aber beim Thema Vorrangprüfung will ich mal auf das Verhetzungspotenzial hinweisen. Ich habe in Mecklenburg-Vorpommern knapp 50.000 Langzeitarbeitslose. Und rund 16.000, 17.000 im SGB-III-Bereich. Rein statistische Größe, dreht sich durch. Von denen 50.000, sagen mir die Jobcenter,
20%, ein Viertel auf die Kraft, mit viel Mühe. Jetzt macht die Bundesagentur ja Folgendes bei der Vorrangprüfung. Wenn ich bei der langzeitarbeitslosen Köche und Kellner drin habe, kriegst du keinen Engpass. Das ist ja die Realität. Bitte? Ich beschreib's mal. Ja? Und jetzt sage ich euch mal eins voraus. Ganz, ganz ruhig mache ich das. Wenn wir jetzt die Vorrangprüfung anders gestalten würden, dann würden sich aber x Leute melden in den Lokalredaktionen und sagen, ich bin aber Koch und Kellner, kriege gar keine Arbeit. Ja, ich sage nur, es ist nicht trivial, Leute. Deswegen müssen wir mal, finde ich, nochmal über zwei Dinge reden. Ich habe gerade diese Woche, war für mich ein toller Augenblick, am Dienstag in der Produktionsschule in Wahn Zeugnis übergeben mit der Julia Niedlitz von der SPD. Den Kindern hat man angemerkt, aus welchen Verhältnissen sie kommen, an der Kleidung. Die haben die Berufsreife gekriegt. Tolles Modell. Genau das, was Sie sagen. Fördern und fordern. Wenn die 3 Tage hintereinander nicht um 7 da sind, fliegen die. Glöppt. Ganz eng verzahnt mit der Wirtschaft. Übrigens, CJT hat hier in Straße auch eine Produktionsschule. Ich stehe zu dem Modell. Gibt es übrigens nur in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Sie da so knapp 20 junge Menschen haben, wie gesagt, Berufsreife, vielleicht sollte man da sich auch mal ein paar Gedanken machen. Ist schwierig, gebe ich zu. Nicht jedes System funktioniert an der Stelle. Und das Zweite, das wird ganz schwierig, gebe ich zu. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern rund 13.000 offene Stellen. Eigentlich sind es das Doppelte, muss mal 2 nehmen, deutschlandweit 700.000, 1,5 Millionen. Aber ich sage mal, um die Langzeitarbeitslosen müssen wir uns dann auch mal ein Stückchen kümmern an der Stelle. Deswegen müssen wir auch mal ein bisschen, wenn wir debattieren, die Rang- und Reihenfolge noch gucken. Und meine ist, erstmal auf die Schulabbrecher und die bis 35-Jährigen gucken oder 25-Jährigen, Entschuldigung, die noch keinen Abschluss haben, dann sich mal um die Langzeitarbeitslosen kümmern, dann nochmal Gedanken machen, warum die EU-Europäer nicht kommen, die ohne Probleme kommen könnten und ein bisschen, das hat so in der Steffen, glaube ich, ausführlich dargestellt, das nutzen, was wir haben. Ich glaube, dann kommen wir alle ein Stück weiter. Und zu B1 will ich nur eins sagen. Übrigens nach B1 kommt C2. Und mit C2 hast du die Voraussetzung, akademisches Studium zu machen. Nur mal so viel zu dem Thema. Ich würde unterstreichen, was Herr Rehberg gesagt hat. Das Modell der Produktionsschulen ist ein gutes. Das sind so engagierte Lehrer, die dort sind. Das kann man nicht genug würdigen. Und es gibt wirklich eine enge Zusammenarbeit mit der Produktion. Aber dass es so etwas überhaupt geben muss, das hat doch eine Ursache. Und diese Ursache ist, dass unser Bildungssystem es nicht schafft, dass die meisten Schüler eben tatsächlich einen Abschluss haben, wenn sie die Schule verlassen. Sondern fast jeder Fünfte in Mecklenburg-Vorpommern ohne Abschluss die Schule verlässt. Und das ist ein Fehler im System. Und alles, was in der Ebene Schule nicht ausreichend gemacht wurde, das muss durch die Gesellschaft dann mühsam wieder ausgeglichen werden. Und das führt an vielen Stellen auch zur Langzeitarbeitslosigkeit, weil die jungen Leute sich oft aufgegeben haben. Sie haben mehrmals negative Erfahrungen gemacht. Sie sind gescheitert in ihrem Berufsleben. Und ich selbst kenne auch Köche und Restaurantfachleute, die über einen Bildungsweg dann doch noch ihren Abschluss gemacht haben. Aber sie sind oft nicht in der Lage, eben in der anstrengenden, wirklich stressigen Gastronomiephase sich dann auch wirklich zu behaupten, sondern sie haben in einem Schulbereich gelernt und sind nicht wirklich auf die Praxis vorbereitet. Das muss verbunden werden mit den Möglichkeiten, dass man sich mit der Praxis auch zusammenbringt. Und das meine ich mit dem Konsens, wo wir auch gemeinsam daran arbeiten müssen, dass jeder junge Mensch hier in Mecklenburg-Vorpommern auch wirklich seine Chance bekommt. Herr Reinhardt. Genau, jetzt sind wir bei Fachkräftesicherung und da tatsächlich gibt es noch deutlich anderes und mehr als das Einwanderungsgesetz. Ein paar Sachen will ich an der Stelle auch nochmal benennen. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Wir haben ja gerade die Ferienzeit hinter uns. Ich als Eltern habe 3 Kinder gerade in der Grundschule, bin ganz froh darüber. Warum bin ich froh darüber? 90 Tage Ferien gibt es übrigens. Bei meinen Schülern war es so, 6 Wochen Ferien, 3 Wochen davon waren betreut.
im Hort, nachdem ich zum Amt gelaufen bin und nachgewiesen habe, dass ich und meine Frau einen Vollzeitjob haben, habe ich auch die Genehmigung für einen Vollzeithortplatz bekommen. Das hieß von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Ich bin mal ganz mutig und sage, da schafft man keinen Vollzeitjob. Schon gar nicht, jetzt bin ich richtig böse im Nachbarort. Das ist die Wirklichkeit zurzeit, wie wir Familie und Beruf miteinander verbinden in Mecklenburg-Vorpommern und wundern uns dann, warum uns die Leute weglaufen. Dann kommen dazu, nehmen wir mal die Gastronomie, dass ich Koch und Kellner auf Arbeit, lernt man sich ja öfter mal kennen, zusammen ein Kind wünschen. Da wissen wir schon, da kann einer aufhören zu arbeiten, weil auch die Kita macht um 18 Uhr zu, Katastrophe. Und wenn wir dann hingehen wollen und sagen wollen, wir brauchen auch mal ein paar flexible Arbeitszeiten und ein paar Arbeitszeitmodelle, wo man nicht dem Gast sagen muss, tut mir leid, es ist 22 Uhr, ist gerade Schichtwechsel, bezahlst du doppelt. Dann muss man sich dafür noch rechtfertigen. Da sieht man doch, was wir am Potenzial überhaupt liegen lassen zurzeit noch. Und da reden wir noch nicht mal, was natürlich wichtig und richtig ist und für uns im Mittelpunkt auch steht, unseres Wahlkampfs, für eine ordentliche Ausbildung. Ja, ich kenne das ja selber, habe ja einen Betrieb im Handwerk, wenn die Leute dann in eigentlich typisch Hauptschul-Ausbildungsberufen zu mir kommen mit einer Realschule und ich sage, wie groß ist dein Kinderzimmer, 3x4 Meter, wie viel Quadratmeter, ein Drittel scheitert. Das ist ja die Wahrheit, wie die Leute zurzeit ausbildungsreif angeblich zu uns in die Betriebe kommen. Was wir da noch machen müssen, deshalb brauchen wir eben Schulen, die jeden nach seinen Stärken auch mal fördern, wo wir eben nicht eine Hauptschule verteufeln, sondern uns Schulmodelle überlegen, wo wir qualitativ hochwertig dann jeden nach seinen Stärken fördern. Und da reicht es nicht, wenn man sagt, wir haben 26 Schüler und jetzt zu allem Überfluss noch zwei Schüler mit besonderem Förderbedarf oben raufsetzen und sagen, das ist jetzt Inklusion. Das ist ja die Wirklichkeit in MV. Katastrophale Ausstattung. Nun ist das ja Ländersache, ne? Nun ist das ja Ländersache. Das will ich doch genau mit den Aussagen. Herr Rehberg hat es auch heute wieder probiert, Volker Kauder in einer Vehemenz vor zwei Tagen im Bundestag, da ist mir schlecht geworden. Die verstecken sich doch hinter dem Kooperationsverbot. Der Kauder hat ernsthaft erzählt, ja, das ist so, in Bremen sind die Sozialdemokraten, da kriegst du eine schlechte Ausbildung, wenn du nach Sachsen ziehst, musst halt anderthalb Jahre länger lernen. Mir sind die Menschen in Bremen und auch in MV, und da sind wir nämlich auch sozialdemokratisch regiert und haben eine schlechte der Bildungspolitik auch wichtig, und ich sehe nicht mehr ein, warum wir nicht mehr umziehen können in der heutigen Zeit, weil wir nicht vergleichbare Berufsabschlüsse haben. Und das Kooperationsverbot ist nicht nur eine Frage, wie viel Geld ich in die Schulen gebe, da ist ja probiert worden, was zu machen, sondern es ist auch immer wieder eine Ausrede, warum ich nicht als gesamtgesellschaftliche Aufgabe die Ausbildung und Bildung als Zukunftsthema endlich mal angreife. Deshalb will ich es weghaben, weil ich das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehe. So. Aber das eint uns ja mit der FDP, das finde ich ja super. Was? Ja, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, das steht ja in unserem Wahlprogramm. Also da steht ja nicht nur kostenfreie Bildung drin, Sie sind ja gerade fertig geworden. Von der Kita bis zum Master oder Meister, sondern da steht auch drin, dass wir einheitliche Lehrpläne wollen. Und ich glaube mal, das tut den Ministerpräsidenten auch nicht weh, nicht wirklich. An welcher Stelle denn? Wir nehmen den ja gar nicht so viel weg. Und insofern, glaube ich, wäre das eine super Sache, wo wir, wenn wir jetzt einen Volksentscheid machen würden, auf Anhieb mindestens 80% der Menschen würden sagen, das ist mal toll. Wenn ich umziehen muss von Stralsund nach Buxtehude, dann muss mein Kind ein Jahr wiederholen, weil es Latein lernen muss in der 6. Klasse. Das versteht doch kein Mensch. Und deshalb finde ich die Idee auch richtig gut. Und da freue ich mich sehr darüber, dass wir an der Stelle wirklich sagen wollen, das muss vom Bund aus geregelt werden. Es ist jetzt mal Schluss mit dem Föderalismus, mit der Kleinstaaterei. Dann machen Sie aber dazu auch die Schule so frei, dass es funktioniert. Das ist ja das, was bei Ihnen fehlt. Sie wollen vergleichbare Berufsabschlüsse, das ist in Ordnung, aber orientieren sich in Deutschland wieder mal nur am Mittelmaß. Dann geben Sie den Schulen die Freiheit über Lehrer, über Ausstattung, über Schulkonzepte selber zu entscheiden. Ihre Ministerpräsidentin hat es gerade vorgemacht, goldrichtige Entscheidung, ihr Kind in eine freie Schule gegeben und hat damit gezeigt, dass man nach Qualität ja auch aussuchen kann. Also, ganz kurz, Herr Rebe. Wir hatten hier eine Veranstaltung, da steht drauf, Fragen der Unternehmen und Unternehmer. Ne, und ich habe hier gemerkt, da sind doch einige, die Fragen stellen möchten. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch mal eine Gelegenheit dazu. Ja, danke. Ne, also, ne, also ich hätte eine Frage nochmal. Ich fand das den Vorschlag von den Linken gut, von Frau Kassner. Die Unterbringung der Auszubildenden. Da ist es so, dass wir in Deutschland das Ganze als geldwerten Vorteil versteuern müssen. Ne, wenn wir Unterkunft, Verpflegung bieten. In Österreich ist das frei. Ne, und es geht sogar so, dass das Finanzamt bei einer Prüfung hinzugeht und sagt, ja, ihr nehmt jetzt Kapazitäten von eurem Hotel, bringt da Leute unter. Das ist aber keine mehrwertsteuerpflichtige Einnahme. Jetzt rechnen wir euch anteilig Vorsteuerabzug für die Investitionen ab und sowas. Also man wird bestraft, wenn man was für Arbeitnehmer tun will. Also das wäre mal ein Ansatz, was ganz konkret wäre, wo man was tun könnte. Hat das irgendjemand auf dem Zettel von Ihnen, dieses Spezial?
Darüber haben wir schon vor 8 Jahren diskutiert. Ja. Ja, ja. Und dann haben wir die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 für Beherbergungsleistungen runtergesetzt. Und dann, ich kann mich noch schön an die Debatten erinnern, die Beschimpfungen im Deutschen Bundestag, Linke, Grüne, SPD, Frau Schwesig hat toll mitgetan, dann war die FDP noch mit der Mövenpick-Geschichte, lief ein bisschen blöd. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Nettogewinn von rund 70 Millionen in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Können Sie mich korrigieren, wenn ich es richtig im Kopf habe, Umsatz 12%. Ja, ja, dann langsam. Na gut, es ist deutschlandweit, können wir dann umrechnen, die zwei, kein Problem, dicke Milliarde im Bundeshaushalt. Und jetzt mal die Frage zu stellen, ob man nicht, nochmal, aus dieser Summe finde ich nicht ganz klein, auch das eine oder andere hätte machen können, A1, A2. Wenn wir das für einen Teilbereich der Wirtschaft machen, dann kommen alle anderen auch an. Ich habe die Landwirtschaft saisonal, mein Nachbar ist Bauunternehmer, mir fallen noch ein paar andere ein. Ja, mir fallen auch noch ein paar andere ein. Und gucken Sie sich mal den Netto-Discounter in Dierhagen an. Der hat garantiert von Mai bis September deutlich mehr zu tun als in einer anderen Zeit. Deswegen kann ich das nicht nur immer auf eine Branche beziehen, da muss ich schon mal ein bisschen breiter an der Stelle gucken. Und ich glaube, dass man, wenn man so eine Debatte aufmacht, da kriegt man die Tür nicht mehr zu. Und ich sage Ihnen ganz, ehrlich, die größte Entlastung des letzten Jahrzehnts im steuerlichen Bereich hat die Hotellerie gehabt. Keine andere Gruppe spezifisch, branchenspezifisch, keine andere Gruppe hat so eine große Entlastung gehabt. Und deswegen glaube ich nicht, egal in welcher Konstellation, dass wir da nochmal die Tür aufkriegen werden. Dann kommen nämlich auch viele andere. Okay, das ist eine Aussage. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Höft, vom Hansedom, auch die HOGA Regionalsprecher von Stralsund, Frau Kastner. Und die Frage geht jetzt ein bisschen so in Ihre Richtung. Ich meine, wir haben eben ein Statement von Herrn Rehberg gehört, der die großen Einsparungen für die Hotellerie gesagt hat. Sie kommen aus der Tourismusbranche und haben sich vorhin vorgestellt, Tourismusexpertin zu sein. Na, so haben Sie es gesagt. Also Sie wollen für den Tourismus schon einiges tun. Ich frage mich, warum brandmarken Sie die DEHOGA, gerade was die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes betrifft, obwohl Sie ganz genau wissen, dass viele andere Branchen, weil wir wollen den Topf ja größer aufmachen, wie Sie eben gesagt haben, eben genau das auch fordern. Und wenn Sie wirtschaftspolitisch wirklich gut und klug arbeiten wollen, glaube ich, gehen Sie jetzt gerade an den kleinen Mittelständler, nämlich Ehepaare, die eine Pension führen, beziehungsweise Gastronomie führen, die Sie gerade verpflichten, wirklich 20 Stunden am Tag arbeiten zu sollen, damit Sie eben die anderen Geschichten, nämlich das Arbeitszeitgesetz, was total unflexibel ist, für Ihre Angestellten einzuhalten. Weil da zählt es ja komischerweise nicht, dass man sich entsprechend an 10 Stunden halten muss. Und mit Verlaub, ich weiß nicht, wie Sie jetzt im Wahlkampf Ihre Stunden abarbeiten am Tag, mit wie vielen Stunden Sie auskommen, bestimmt nicht mit 10. Und wenn ich meine Tochter sehe, die bei der Bundespolizei ist, die hat 12 Stunden Schichten. Ganz klar. Warum ist es in anderen Branchen machbar und warum werden wir kriminalisiert und das Lagos auf uns geschickt? Und in jeder Veranstaltung, wo Sie sitzen, werden Köche, Kellner und Hotelfachleute als die schlimme Belegschaft dargestellt. Jedes Mal, und jetzt sind wir immer wieder bei Köchen abgerutscht, kommen diese Geschichten raus. Na, ich glaub, verstehe ich nicht. Da haben Sie mich noch nicht so oft erlebt in Podiumsdiskussionen oder auch in kleinen Runden. Ich habe nur kritisiert, dass es bestimmt nicht der richtige Weg ist, wenn mit dem Arbeitszeitgesetz eine Regelung zu 14 Stunden Arbeitszeit vorgeschlagen wird. Ich denke, das ist genau der falsche Weg, um wirklich zu erreichen, was wir hier alle gemeinsam wollen, dass die Arbeit interessant ist, dass es genügend Arbeitskräfte in der Branche gibt.
Und ich möchte auch, dass die Kleinen und Mittelständler vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Auch da haben wir uns stark gemacht. Ich bin selbst in einem Arbeitgeberverband von Solo-Selbstständigen, kleiner Verband. Wir tauschen uns aus, wir machen Initiativen in Richtung Bundesgesetzgeber, um für diese Gruppe der Arbeitgeber auch Hilfe und Unterstützung zu geben. Also nur das habe ich gesagt, das möchte ich ganz deutlich sagen. Und ich habe mich nicht als Experte, sondern als Fachfrau und tatsächlich habe ich Hotel- und Gaststättenwesen studiert und ich arbeite selbst noch in meiner Pension. Also glauben Sie mir, ich kenne mich da wirklich auch aus. Okay, danke. Noch Fragen oder Anmeldung? Die möchten einen Puffer haben, damit die in der Saison Stunden sammeln können, um besser über den Winter zu kommen. Wenn die länger als 3 Monate arbeitslos sind, müssen die alle möglichen Papiere ausfüllen, rutschen in der Arbeitslosenhilfe rein und sowas. Und wenn die 8 Monate und länger sind, dann sind die immer glücklich. Und wenn die da drauf kommen können, die sollen ja nicht mehr arbeiten. Die Forderung ist ja, das ist ja nicht unsere Branche, das sind mehrere Arbeitgeberverbände, die sagen ja nur die EU-Regelung, 48 Stunden in der Woche soll so aufgeteilt werden, auch meinetwegen mit Einverständnis der Arbeitnehmer, die gerne die Hochzeit zu Ende machen und dann auch noch ihr Trinkgeld kassieren oder sonst was, ne, und die dann ihre Stunden mitnehmen können und können die hinten ranhängen. Ne, sowas, das muss irgendwo möglich sein. Ne, das ist nicht so, dass das nur die Arbeitgeber wollen. Unsere polnischen Arbeitskräfte, die fragen, welche Stunde können wir noch machen, ne, die wollen das Geld mitnehmen. Ne, also ich weiß nicht, Sie arbeiten gegen die Arbeitnehmer. Okay. Ich habe es gesagt, es ging mir nur um diese 14-Stunden-Regelung, die nicht aufgenommen werden sollte und dass man das auch nicht aufrufen sollte, ganz im Interesse einer attraktiven Arbeitswelt hier in der Gastronomiebranche. Und gegen Arbeitszeitkonten und dergleichen flexiblen Regelungen habe ich überhaupt nichts. Naja, ob Ihre Truppe dann mitmacht, ist die zweite Frage, Frau Kassner. Wenn es jetzt, ich frage noch einmal rum, doch, eine Frage wollen wir doch entgegennehmen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das uns doch untergeht. Also ich hatte vorhin gesagt, Kabelsat Bergen oder letztendlich, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Ja, also es geht mir letztendlich um das Zeitalter der Digitalisierung. Der Bund hat Gott sei Dank innerhalb der letzten 24 Monate rund 4 Milliarden in den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt. Herr Rehberg, korrigieren Sie mich, aber ich glaube, in beiden Programmen der Großen Koalition ist es noch zusätzlich so, dass in den nächsten Programmen nach der Wahl die Gelder deutlich aufgestockt werden sollen, um eine Gigabit-Gesellschaft aufzubauen. Und mich würde in dieser Runde wirklich interessieren, weil immer jeder sich in jeder Partei damit gerne schmückt, wir treiben die Digitalisierung voran. Was ist für Sie Digitalisierung? Ich meine, Sie können gerne bei mir einen Kurs besuchen, weil ich glaube, das haben wir dringend nötig, wenn ich unser eigenes Bundesland anschaue. Weil, um das als ergänzend, als Weg mitzugeben, dieses Land, Mecklenburg-Vorpommern, hat derzeit 1,2 Milliarden Steuergeld für den Breitbandausbau. Kommt ungefähr so hin, glaube ich. Ich wage nicht darüber nachzudenken, deswegen auch die Arbeitsdiskussion immer mit der Tourismusbranche. Wir werden das nicht bis Ende 18 wuppen. Wir haben ganz andere Probleme. Lasst uns, um es bezahlbar zu halten, neben der Digitalisierung, die eigentlich dahinter steckt, erstmal die Netze bauen für einigermaßen den Geld, was wir veranschlagt haben, weil die Steigerung und die Materialverknappung, was wir gerade erleben, das geht nicht. Mut dazu, auch die Zeiten zu verlängern. Und vor allen Dingen, mich interessiert dann ergänzend noch dazu, wie gehen wir damit um, wenn mit unserem Steuergeld in MV, nicht beim Bund bitte jetzt, in MV plötzlich man feststellen wird, oh, die Glasfaser ist doch nicht bis ins Gebäude gekommen bei manchen Steuergeldern. Oh, das ist jetzt nochmal ein ganz dickes Kapitel. Ich würde vielleicht vorschlagen, das also zu nutzen als im Grunde genommen das Schluss, das können wir die Schlussfrage oder das Schlussthema hier, um auf die Digitalisierung und da, Herr Rehberg, würden wir vielleicht nochmal einmal so langsam also, gehen. Zitat Ministerpräsidentin, Herr Pegel hat ja alles im Griff und hat alles gemacht. So, das ich finde, was der Landrat Drescher hier gemacht hat, nach vorn geschoben hat, finde ich sehr respektabel.
Ich glaube, er versteht auch eine Menge. Nächster Punkt, ich behaupte mal, wenn der Druck nicht die 832 Millionen für jedes Fördergebiet auf den Markt geschmissen hätte, wäre das Land nicht unter Zuchtzwang gekommen. Haben es aber gemacht, okay. Erstmal soweit okay. Wo man sich schon verkalkuliert hat, ist beim dritten Call. Die 7 Gebiete, die wir nachgezogen haben, die nicht 50, sondern 80 Millionen gekostet haben für nicht Beteiligte. Herr Pegel, die haben von 80 Millionen Kommunalinvest erstes Paket 50 für Breitband abgezweigt. Man hat dann festgestellt, es reicht nicht, hat man es wieder ad acta gelegt und das hat der Bund dann mit 80 ausfinanziert. So, wir wissen beide, Herr Hoffmann, die Bundesförderung ist technologieoffen. Die ist technologieoffen. Nächstes Problem ist, was die Zeitachse betrifft. Ich hoffe, dass keiner von der Telekom da ist. Gelegentlich kommt eine Blutgrätsche. Kann mit Beispielen dienen. Das führt dazu, dass die Wirtschaftlichkeitslücke von 70 auf unter 65% sinkt. Dann bin ich in der Gefahr, neu ausschreiben zu müssen. Wenn ich das alles nicht beachte, kommen die Mitwettbewerber. Deswegen packen wir nochmal 50.000 für jedes Fördergebiet obendrauf für die Ausschreibung, damit teure Anwaltskanzleien von sonst wo bezahlt werden können. Und das ist keine triviale Geschichte, denn wer heute die Netze baut, hat morgen, übermorgen, gut, will ich nicht weiter sagen. Also, ich bin für jeden Tipp noch dankbar, was wir von Seiten des Bundes aus noch machen können an der Stelle. Ich kann nur eins sagen, was ich so ein bisschen das Gefühl habe. Nachdem wir die 832 rübergeschoben haben, das haben wir ohne so, fragen Sie mal die Sonja und mich, wir sitzen hier so einträchtig beieinander, wie oft da Kollegen Ihrer Truppe und meiner Truppe uns komisch angeguckt haben, alles weg, ist so wie es ist. Aber jetzt habe ich die Erwartung, wirklich, nachdem Pegel komplett die digitale Infrastruktur gekriegt hat, dass diese Landesregierung, meine Truppe damit dazu, sich endlich dafür verantwortlich fühlen, dass die Landkreise das auch umsetzen können, dass sie dazu auch in der Lage versetzt werden. Die jetzt am langen Arm verhungern zu lassen, das finde ich nicht in Ordnung. So, und der zweite Akt wird sein, so viele Bagger gibt es in ganz Deutschland nicht, um das so fix umzusetzen. Das wissen wir auch alle, aber du stehst da auch natürlich unter einem gewissen Druck. Jetzt komme ich nochmal zurück, wenn sich die Landkarte gucken, wer Fördermittel gekriegt hat oder nicht gekriegt hat. Da waren manche besonders langsam, manche ein bisschen fixer an der Stelle. Aber glauben Sie, wir als Bund müssen Druck machen mit unseren Fördergeldern, dass die Länder hinterherkommen. Von alleine wird es bei vielen nichts werden, auch mit den Risiken, die Sie beschrieben haben. Ich denke mal, wir haben dann Entwicklung losgetreten, aber dann bitte, das hat auch noch was, ich bin ja gegen Aufhebung Kooperationsverbot, aber die Länder haben, hier zeigt sich, sondern noch mal bitte eine eigene Verantwortung. Und wenn wir hier fix sind, dann sind wir vielleicht da, wo der eine oder andere hier in der Runde gesagt hat, Hochtechnologiestandort. Das ist ein Stückchen die Voraussetzung. Jetzt ist die Chance da, einen Schritt dahin zu machen. Dass wir nochmal hinbekommen, wenn es um die digitale Bildung geht, wenn Frau Wanga, was man ja gerade so schlecht redet, mit den anderen Programmen kommt. Entschuldigung, wir haben Hausaufgaben zu machen. Wir können, pass mal, jetzt, Sie kennen das Förderprogramm vom BMVI. Ich kann mit diesem Förderprogramm jede Schule bis 5 Gigabit anschließen. Schön, dass Sie es gesagt haben. Jede Schule. Die Richtlinie gibt das her. Die gibt's her. Ich kann, geht noch weiter, mit dem zweiten 3,5 Milliarden Paket alle fest installierten Anlagen in der Schule fördern. Jawohl. Wenn sich dieses Land aber dafür entschließt, nur diese Mittel für Schulen mit Inklusion zu nehmen, dann ist das nicht mein Thema. Ich persönlich halte Inklusion durchaus für wichtig. Aber bei der Digitalisierung von Schulen in Kombination von diesen beiden Dingen, und da wir alle 93 Fördergebiete drin haben, würden wir vorrangig in Berlin bearbeitet werden. Wenn man schlau ist, geht man den Weg der Digitalisierung über diese beiden Programme. Das Wanka-Programm, das kommt, die 5 Milliarden, jedenfalls wenn wir die Regierung führen, brauchen wir aber nicht, können wir vorher schon anfangen. Also Frau Steffens, ich hoffe, Sie haben das jetzt mitgehört und mitgenommen, weil es gibt nämlich etwas, was durch die Blume hier gesagt werden muss, was bei uns in Mecklenburg-Vorpommern fehlt, um jetzt wirklich arbeiten zu können und langfristig auch die Nachhaltigkeit hinzubekommen, ist endlich in Schwerin eine Fachkommission zu haben, auch von Unternehmen, die schon Jahre in der Branche tätig sind, weil das ist, fordern wir selbst, also ich auch bei Herrn Pegel, mehrfach ein. Das passiert nicht, es muss kommen. Die Abteilung 1 ist nicht fachlich in der Lage dazu, den digitalen Ausbau für Mecklenburg-Vorpommern zu steuern und zu beherrschen.
So, okay. Vielen Dank nochmal dafür. Und will doch nochmal zum Schluss sagen, Bundestagskandidaten, also Sie haben natürlich häufig mit Landesproblemen, mit dem Land auch irgendwie zu tun. In der Rückkopplung ist ja ganz klar. Aber für einiges sind Sie schlichtweg dann oder wären Sie, kämen Sie in den Bundestag dann auch nicht direkt zuständig. Deshalb nochmal abschließend zum Thema Digitalisierung. Fangen wir vielleicht dann an dieser Stelle an, Herr Holm, Sie hatten jetzt auch schon lange nichts mehr gesagt. Gesetzt den Fall. Sie werden gewählt, kommen rein. Was ist an dieser Stelle Digitalisierung oder weitere Digitalisierung unserer Gesellschaft, auch speziell Anbindung der Wirtschaft aus Ihrer Sicht zu tun? Naja, die zwei Programme sind ja angesprochen worden. Das ist ja der erste und der wichtigste Weg. Und da habe ich auch mal das Gefühl, dass hier in Schwerin auf der Bremse gestanden wird. Da müssten wir deutlich besser vorankommen. Das ist ja gerade für uns als Mecklenburg-Vorpommern ein Fund, mit dem wir jetzt wuchern könnten. Wir sind ja nun mal in dieser Randlage in der Republik. Das ist ja unser Problem. Wir sind ja nicht schlechter als die anderen prinzipiell. Aber wir haben es natürlich schwerer, Investitionen auch in unser Land zu bekommen, weil wir eben am Rand liegen. Das ist logistisch einfach nicht so günstig, als wenn man irgendwo in, sag mal, Kassel oder Leipzig sitzt. Da kommt man dann schnell überall hin. Wir sind am Rand und wir müssen das irgendwie überwinden. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form besser sein als die anderen, innovativer sein, mehr Forschungsangebote möglicherweise haben. Und da gehört die Digitalisierung natürlich als ein Pfund dazu. Und nun haben wir das gewonnen, dass wir sozusagen in den Regionen hier diese vielen Millionen verbauen können. Und das muss dann einfach auch schneller gehen, sonst holen die anderen uns sofort wieder ein und wir kommen einfach nicht voran. Also da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das schneller geht. Übrigens auch Digitalisierung der Behörden, das ist ja auch ein wichtiger Weg, dass man dafür sorgt, dass wir eben weniger Ansprechpartner haben, dass man digital alles klären kann mit den Behörden. Also gerade für Unternehmer ist das ja wichtig, dass es schnell geht und dass man nicht zig Anlaufstellen hat. Das gehört auch dazu. Das ist sozusagen dann die Umsetzung der Möglichkeiten, die man technisch vorher liefert. Ansätze dafür gab es jetzt auch schon in der vergangenen Legislatur. Herr Reinhold. Ich und Digitalisierung. Zuerst mal haben Sie gefragt, was wir darunter verstehen. Und ich sage, zuallererst ist für mich das wirtschaftlicher Fortschritt. Und der Fortschritt wird am deutlichsten zurzeit in der Digitalisierung. Sicherlich genauso einen Schwung gab es mit dem Buchdruck damals auch schon. Dieses Digitalisierung, da klammert sich jeder so dran fest. Wir sind einfach in einem Bereich, wo wirtschaftlicher Fortschritt bei Digitalisierung am deutlichsten wird. Woran uns gelegen ist, ist tatsächlich, dass wir mutig vorangehen und uns auch Ziele stecken, die uns zukunftsfest machen. 50 MDIT sind für mich keine Ziele. Da finden wir, da stecken wir uns schon die völlig falschen Ziele. Und wenn wir die erreichen, sind sie längst überaltert. Warum sage ich das? Weil wir ja sehen, in welche Bereiche das überall hineinspielt. Wir reden über Landwirtschaft, wir reden über Verkehr, wir reden über Logistik, wir reden über alle möglichen Bereiche, die digitaler werden sollen. Was nutzt mir ein 50 Mbits-Anschluss bei einer Schule, wenn da drei Klassen auf einmal im Internet surfen, dann brauchen die wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde, bis sie da Google aufgemacht haben. Bringt uns ja auch nicht weiter. Und das ganze Spiel geht weiter. Deshalb sagen wir zum Beispiel 1.000 Euro pro Schüler wollen wir an Ausstattung und Technik investieren in der Schule. Denn der Anschluss ist das eine. Herr Rebeck hat es richtig gesagt, nutzt mir nichts. Ich gehe in die Grundschule meiner Kinder. Da stehen sechs PCs, drei kaputt. Auf den anderen drei läuft Windows 95. Das ist die digitale Wirklichkeit in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn wir weitermachen, brauchen wir natürlich selbstverständlich auch ein Lehrkörper, der es vermittelt, weil sonst nutzt weder die Technik noch der Anschluss und auch das schönste Whiteboard und was weiß ich in meiner Schule nichts, wenn die Lehrkörper nicht dazu weitergebildet sind und Medienkompetenz an unsere Kinder mal vermitteln, ist ja auch wichtig. Warum ist uns das Digitale so wichtig? Weil wir ohne Digitalisierung abgehängt werden auf der Welt. So, ich will Ihnen noch wichtige Sachen sagen. Wir wollen ein Digitalisierungsministerium auf Bundesebene einführen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, das zu zentralisieren und nicht zwischen fünf Ministerien aufreiben zu lassen. Wir wollen ein modernes Urheberrecht mit wirksamem Schutz, ein Bekenntnis zur Netzneutralität. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir an die digitale Wirklichkeit Gesetze anknüpfen, also wollen die Gesetze auf die digitale Wirklichkeit bringen. Wir sagen übrigens auch, wie wollen wir das finanzieren? Geht ja immer um die Finanzierung. In Ballungsräumen will jeder Wettbewerber dabei sein. Da finde ich, wenn man sich zu sehr an Monopolisten hängt und dann sich noch Verträge aufdrücken lässt, wo drinnen steht teilweise bis zu 50 Mbits und ich wundere mich dann, dass ich auch 2 Mbits bis zu 50 Mbits sind und dann noch mit mir einreden lasse, dass ich über Vectoring die nächsten Jahre hinkomme, dann muss ich mich nicht wundern. Deshalb lasst uns die Ballungsräume freigeben für Wettbewerb, da muss ich da nicht viel Geld reinstecken und lasst uns im ländlichen Raum Geld in die Hand nehmen. Dafür brauche ich, sagen wir, lasst uns die Post- und Telekom-Aktien verkaufen, ist kein Zukunftsmodell, Aktien zu halten als Bundesrepublik Deutschland und lasst uns das Geld in
in den Ausbau in der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum stecken. Dazu kommt eben noch europäischer digitaler Binnenmarkt und so weiter. Da sind ja eine ganze Menge Sachen, die damit einhergehen. Wichtig ist uns, Digitalisierung wird die Voraussetzung dafür bilden müssen, dass wir in nächster Zeit erfolgreich sind. Und deshalb müssen wir sowohl unsere Menschen, unsere Schüler, unsere Erwachsenen darauf hin bilden können. Medienkompetenz vermitteln, ich sagte das vorhin schon, kann nicht sein, dass die in der vierten Klasse erst anfangen, am PC zu sitzen und zu Hause mir schon am Ende des Kindergartens vormachen, auf meinem Laptop, wie man Apps installiert. Das passt zurzeit vieles nicht zusammen. Der Ausbau ist eins, die Gesellschaft mitnehmen ist das andere. Was mir aber wichtig ist, ich glaube, das merkt man auch beim politischen Wettbewerb, heute weniger, aber in vielen, vielen Reden. Ich will nicht, dass wir mit Angst daran gehen. Ich will nicht, dass ständig in der Politik gesagt wird, oh, da kommt was auf uns zu, da werden Arbeitsplätze wegfallen durch die Digitalisierung. Natürlich werden sich Arbeitsbilder ändern. Es werden sich auch Ausbildungsberufe ändern, werden neue entstehen, werden alte wegfallen, keine Frage. Aber lasst uns das als Chance begreifen, lasst uns das positiv begleiten und lasst uns voranschreiten und nicht hinterherhinken, dann haben wir in Deutschland schon viel erreicht. Danke, Reinhold. Herr Rehberg, vielleicht auch noch mal kurz. Die FDP hat ja auch eines der Wahlplakate überschrieben mit Digitalisierung first, Bedenken second. Auch haben wir es mal kurz mal sacken lassen. Aber das mit den Bedenken, wenigstens erstmal nur in zweiter Reihe, was Digitalisierung angeht. Herr Rehberg, könnten Sie sich dem grundsätzlich anschließen? Ich bin hier dafür, Maß und Mitte zu wahren. Und wenn sich Herr Reinhold beklagt hat, dass da jemand 3 mal 4 ist 12 nicht mehr rechnen kann, dann bin ich schon dafür, dass man das noch ohne Hilfe seines iPhones oder welche Hilfsmittel auch anders immer, oder den Dreisatz oder viele andere Geschichten mehr fallen mir an der Stelle ein. Also ich glaube, wir sollten da, das ist eine, das zweite, ich kann mir schwer vorstellen, den Roboter am Krankenbett, am Pflegebett, Kindergarten halte ich auch für schwierig. Also man darf das Thema auch nicht überstrapazieren. Und ich habe so, sind so eine riesigen Pendelausschläge an der Stelle. Und deswegen da ruhig rangehen, Maß und Mitte wahren, da wird sicher manches möglich sein, auch Arbeitskräfte zu ersetzen. Manches ist heute schon möglich. Ich kenne eine Geschichte von der Deutschen Bahn AG, die 30.000 Lokführer wäre möglich, hat die EVG gleich Theater gemacht, Stichwort Arbeitsplätze. Also da stimme ich ihm zu, dass man vielleicht nicht gleich die Risiken in den Vordergrund stellen sollte. Wir als Bund, Ausbauinfrastruktur, dazu stehen wir auch. Ich habe beschrieben, dass wir da ein bisschen aufpassen, Schrittmaß halten, damit die Preise nicht durch die Decke fahren an der Stelle. Das geht nicht nur um Bagger, das geht auch ums Equipment insgesamt. Was gerade Schule betrifft, bin ich weiten Teilen beim Hagen Reinhold. Auch Lehrer müssen sich dem stellen unbedingt. Sie müssen die Ausbildung an der Stelle haben. Und ich glaube mal, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr schnell vorankommen werden. Wir haben da eine hoch aufgeschlossene Bundeskanzlerin an der Stelle. Und gelegentlich hilft das eben doch, dass man einen technischen Studienabschluss hat oder eine Affinität zur Technik. Vor 30 Jahren Informatik in der ehemaligen DDR studiert. Ich weiß davon nicht mehr viel, gebe ich zu, ist 30 Jahre her. Aber helfen tut es mir im Leben nach wie vor. Frau Steffen, Sie, ja. SPD-Digitalisierung. Was wäre wir haben noch einen hier? Sehr aufgeschlossenen Kanzlerkandidaten Martin Schulz und nicht nur den. Also natürlich sind wir bei der Digitalisierung mit viel Werf dabei. Wir haben schon über die Infrastruktur gesprochen, wir haben schon über das gesprochen, was der Bund seines Zeichens dazu geleistet hat. Ich will an der Stelle auch nochmal wiederholen, auch mit Blick auf hier die kommunalen Vertreter, ist eine hervorragende Arbeit geleistet worden. Also wir haben immer voller Stolz die Fördermittelbescheide von Herrn Dobrindt oder seinem Staatssekretär in die Hand genommen, weil Mecklenburg-Vorpommern war da wirklich 1A. So, jetzt treiben wir das Land. Auch da bin ich gern zum Dialog bereit, also soweit das in meiner Macht steht. Ich weiß, dass Herr Pegel da wirklich auch, dass er echt dahinterher ist. Das kann ihm niemand vorwerfen, dass er das nicht ist. Und ich bin da auch gerne bereit, auch zur Verfügung zu stehen, auch in meiner Rolle im Landesvorstand, das da auch unterzubringen. Ja, und nicht nur das, ich denke, Sie merken auch selber, dass das Land da jetzt auch wirklich mit vorangeht. Ich will allerdings auch noch
ein bisschen, ich will nicht sagen kritisch sein, aber ich finde auch, wir müssen, Digitalisierung ist das eine, aber man muss immer gucken, dass es zu Menschen passt. Und ich glaube, es passt zum Beispiel nicht jeder Telearbeitsplatz zu jedem Menschen. Es gibt genug Menschen, die wollen morgens raus, die wollen ins Büro, die wollen nachmittags wieder zurückkommen. Da gibt es solche und solche, da muss man halt einfach schauen, in der Zukunft wird sich zeigen, wie sich das im Einzelnen gestaltet. Wichtig ist, dass wir die Voraussetzungen schaffen. Noch ein Wort zu den Schulen. Es ist super, wenn in den Schulen, wenn schon in den Kitas, ja, möglichst halt auch, wie ich schon gesagt habe, kostenfrei ermöglicht wird, dass jedes Kind in die Kita gehen kann, dass, ohne dass die Eltern da jetzt irgendwie den letzten Cent berappen müssen für die Kita-Gebühren, dass das alles ermöglicht wird. Es ist super, die Schulen zu digitalisieren und auch schon in den Kindergärten anzufangen. Aber die ersetzen niemals Menschen. Es gibt wirklich richtig gute Studien dazu. Man kann jedem Kind ein iPod in die Hand drücken, aber mitunter geht dann auch die Rolle des Lehrers verloren. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir die Lehrer stärken. Da können wir im Bund im Augenblick wenig zu beitragen. Das Einzige, was wir tun können, wenn wir den Einfluss auf die Lehrpläne nehmen könnten, wir könnten zum Beispiel die Lehrpläne anders gestalten, da gehört Informatik mit dazu, da gehört auch gerne mehr Ernährungslehre, mehr Gesundheitswirtschaft mit dazu. Im Einzelnen kann man darüber streiten, aber iPads ersetzen niemals Menschen, ersetzen auch niemals Lehrer. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, die super wichtige Aufgabe der Lehrer, wo auch immer man als Politikerin oder als Politiker oder als Unternehmer das kann, zu stärken. Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen Schieflage eingetreten in den letzten Jahren. Die Eltern und die Schüler dreschen auf die Lehrer ein mitunter. Das ist nicht mehr in Ordnung. Ja, und der Lehrer, der es drauf hat, mit den Kindern zu arbeiten, der ist mit Sicherheit besser als jede Technologie. Und da sollten wir wirklich ein besonderes Augenmerk drauf legen. Claudia Müller, Bündnis 90 Grüne. Ja, die Digitalisierung ist die größte Umwälzung, die unsere Industrie erleben wird seit der industriellen Revolution. Es wird Produktion, es wird Arbeitswelt, es wird unser gesellschaftliches Leben dramatisch verändern und es werden Jobs entstehen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und ja, es werden Berufsfelder wahrscheinlich im Rückzug begriffen sein. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das haben wir lange, muss man sagen, lange nicht so getan, wie wir es hätten tun sollen. Wir sind im europaweiten Vergleich nicht vorne. Wir sind im weltweiten Vergleich hinten. Das muss man konstatieren. Es geht nicht darum, vorne zu bleiben. Es geht darum, aufzuholen. Und da haben wir lange, lange Zeit zu wenig getan. Es ist gut, dass der Bund jetzt ein Programm aufgelegt hat. Unserer Meinung nach könnte es deutlich besser ausgestattet sein und auch die Landesförderung. Unsere Landtagsfraktion hat damals mehrfach versucht, die Landesregierung dazu aufzufordern, Landesprogramme schon vorher aufzulegen. Das ist abgelehnt worden. Aber wir sind jetzt dabei und da muss ich auch nochmal sagen, Vorpommern-Rügen, da bin ich wirklich froh, der Landrat hier hat wirklich sehr schnell reagiert, als er wusste, es kommt Programme, hat sich darauf vorbereitet, hat, und das ist deutschlandweit aufgefallen, einen Großteil der Gelder hierher geholt, auch mit dem Thema Ausschreibung. Da sind wir auch wirklich in der gesamten Kommunalpolitik hier alle sehr dicht beieinander, dass wir das unterstützen, weil das ist eine Chance für uns, jetzt hier zumindest in Mecklenburg-Vorpommern einen deutlichen Schritt nach vorne zu gehen. Ich mache mal ein Beispiel. Schweden, auch ein sehr, sehr ländlich geprägtes Land, hat ein Ziel, bis 2020 90% aller Haushalte mit mindestens 100 Mbit auszustatten. Das ist dort das Ziel, bis 2020. Das ist etwas, wo wir auch mal hingucken müssen. Es geht nicht darum, jetzt nur auf uns hier in Mecklenburg-Vorpommern zu gucken, also wir müssen europaweit und eigentlich weltweit gucken und da reden wir eigentlich auch über Gigabit. Bereiche. Wenn wir über Digitalisierung reden, ja, dann reden wir über Bildung, dann reden wir nicht nur über die Ausstattung der Schulen, dann reden wir über die Veränderung der Lehrpläne. Und die wichtigste Medienkompetenz, die es gibt, das ist die Lesekompetenz. Nein. Kinder müssen weiterhin normal lesen, richtig nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen, mit Informationen umzugehen, die zu verarbeiten, die zu bewerten. Wir brauchen eine Veränderung in den Lehrplänen, die deutlich vernetzter sind, themenübergreifender arbeiten, denn es ist nicht mehr zu sehr, dass ich alles in meinem Kopf habe. Also ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, dass ich irgendwie die sämtlichen Gedichte Goethes auswendig kenne. Ich muss verstehen. Ich muss verstehen, ich muss wissen, wie ich mit Informationen umgehe, wo ich sie herbekomme und ich muss lernen, sie anzuwenden. Ich glaube, das ist eines der größten Herausforderungen auch für unser Bildungssystem, die Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten. Und ja, das bedeutet auch, dass wir bei den Lehrerinnen und Lehrern in der Ausbildung
im Studium etwas verändern müssen, hier deutlich mehr in diese Methodenkompetenzen hineinzugehen, aber natürlich auch in die Fortbildung. Im Übrigen, unsere Lehrer hier in Mecklenburg-Vorpommern sind im Durchschnitt Ende 50 momentan. Da wird uns in den nächsten Jahren also ein Generationswechsel anstehen. Und wenn wir jetzt schon über einen Lehrermangel klagen, der wird in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich noch größer werden aufgrund der Altersgruppe. Das ist übrigens nicht nur bei den Lehrern so, das ist generell im öffentlichen Dienst. Ausbildung, Digitalisierung, das geht Hand in Hand. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt noch einen Zahn zulegen auf allen Ebenen, dann ist das eine große Chance, insbesondere hier für Mecklenburg-Vorpommern, für diese Region, Wirtschaftskraft steigern zu können. Und da ist etwas, was wir, glaube ich, egal wer da in der nächsten Legislatur in der Regierung ist, das mit als Hauptpriorität sehen sollte. Vielen Dank, Frau Kastner, Sie haben natürlich auch noch ja. die Gelegenheit und das wird eine Art Schlusswort. In aller gebotener Kürze, für mich als Kommunalpolitikerin ist die Vorbereitung der Digitalisierung, sprich ein möglichst flächendeckendes Netz von Breitbandversorgung, eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, so wie die Erschließung mit Wasser, Abwasser, Strom und dergleichen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir eine gemeinsame Aufgabe daraus machen, Bund, Länder und Kommunen, um das tatsächlich voranzutreiben. Und ich möchte es ja an dieser Stelle nochmal sagen, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen so viel Geld hierher geholt hat, ist der Tatsache zu schulden, dass die Bürgermeister auf der Insel Rügen schon sehr zeitig sehr schlau gewesen sind und dieses erkannt haben, übrigens mit Unterstützung auch des Kreistages. Sie haben nämlich die Aufgabe der Digitalisierung an den Zweckverband zwar Wasser, Abwasser übergeben. Dieser Verband hat jetzt diese drei Aufgaben und damit sind ganz wesentliche Voraussetzungen erfüllt worden, dass das möglich wurde und dass es wirklich vorangetrieben wird. Aber es gibt immer noch viele weiße Flecken und wir können uns das nicht erlauben. Gerade unsere Hotellerie, die braucht eine gute Erschließung und natürlich für unsere zukünftige Generation erst recht, dass sie auf dieses Zeitalter der Digitalisierung gut vorbereitet wird. Okay, vielen Dank. Ich danke all den Diskutanten, Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl. Wir werden sehen, wie die Wahl ausgeht, wer von Ihnen möglicherweise ja alle in den Bundestag kommen, dann Mecklenburg-Vorpommern ihre jeweiligen Wahlkreise dort auch vertreten. Und dann wäre die nächste spannende Frage, in welchen Ausschüssen, Fachausschüssen Sie dann landen, wo Sie sich selbst sehen oder Ihre möglicherweise künftige Fraktion. Mal sehen, ob auch jemand im Wirtschafts- oder Technologie- oder Digitalisierungsausschuss sitzt, falls es einen solchen geben sollte. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen, so Sie sie hatten und gestellt haben. Und es gibt die Möglichkeit, jetzt im Anschluss noch bei ein paar Häppchen, habe ich das richtig verstanden, auch ja, sich nochmal zusammenzustellen, auch nochmal direkt Fragen zu stellen an die Diskutanten. Und ansonsten bleibt mir noch Ihnen einen guten Heimweg zu wünschen.